Moin und Mädel, ihr Lieben. Ein neuer Tag, ein neuer Discord-Leak vom lieben Demon oder auch jetzt Demütigung. Folge Nummer 4. Ex-Freundin, Familie, Telefonnummern und vieles mehr. Ihr habt ja bestimmt mitbekommen, dass Reinhard gestern einen TikTok-Stream gestartet hatte, auch sich wieder mal Gäste in den Stream geholt hatte und dann durch ein paar nett gemeinte Anrufe, denke ich mal, ich glaube, das waren Fans, die ihm einfach nur sagen wollten, wie toll sie ihn finden, wurde er dann leider im Stream gestört. Ich meine, das wussten die bestimmt nicht. Also, ich gehe davon aus, das waren nett gemeinte Anrufe, die Reinhard einfach mal sagen wollten, wie toll sie ihn finden und dass er da so weitermachen soll, wie er das so halt macht und ja. Naja, Reinhard hat dann den Leuten zu verstehen gegeben, dass er das nicht möchte, auf ganz sympathische Weise und hat dann über Telegram mehrere Telefonnummern ins Netz gestellt von seinen vermeintlichen Fans. Das, mein lieber Rainer, war wahrscheinlich keine so gute Idee. Wie selten dämlich kann man eigentlich sein. Naja gut, gar nicht unser Thema, wobei vielleicht wird es unser Thema, gehe ich mal fast von aus, denn wenn das Ding schon Telefonnummern im Namen hat, dieser Discord liegt, dann ja, wird es wohl dabei sein. Das Ganze geht eine Stunde, 24 Minuten. Artet so langsam in Arbeit aus, dieses Hobby fast. Jeden Tag so ein kleines Video zu machen. Was heißt klein? Wenn es bei Reinhard halt 1,5 Stunden dauert, dann sind es halt hier mal ganz fix 2,5 bis 3 oder auch mal 4, ne? Wie ihr ja wisst. Aber gut, nützt ja nichts, ne? Wir müssen uns da ja durchquälen. Wer macht's denn sonst? Nein, nein, alles gut. Ist immer noch ein Hobby, ihr Lieben, keine Sorge. Das macht ja auch immer noch Spaß. Es macht ja noch Spaß. So ist es ja nicht. Auch wenn es manchmal anders rüberkommt, aber es macht mir schon noch Spaß. Gut, genug der vielen Worte. Alle, die es natürlich ohne Gelaber hören wollen, es ist wie immer unten verlinkt. Grüße gehen auch raus an Demütigung oder Demon oder wie auch immer er sich nennen möchte. Ganz, ganz viel Liebe an dich. Er hat das Ganze oder hat dem Ganzen ein Rating 6 von 10 gegeben. Na, ich bin mal gespannt. Auf geht's. Hallo? Hallo und herzlich willkommen. Wenn ihr auch Aufnahmen aus dem Discord habt, dann schickt sie mir gerne per Twitter. Ich veröffentliche die Aufnahmen dann hier auf dem Kanal. Falls gewünscht auch mit einer Dankessagung oder Widmung. Aber jetzt, viel Spaß beim Video und Sayonara Matane. Vielen Dank an den Ziegenriedler aus Österreich. Danke dafür. Und ja. Du spielst, also in Agony spielst du quasi einen Typen, der in der Hölle gelandet ist. Es ist ein Horrorgame. Spielst einen Typen, der in der Hölle gelandet ist, wo halt unter anderem überall Dämonen rumgurken und rumvögeln und was weiß ich alles, und auch Succubis, und die, wenn dich halt erwischen und angreifen, dann verwirren sie dich und killen dich oder killen dich einfach direkt, je nachdem. Ich hab's mir noch nicht so genau angeschaut. Mhm. Und bei Succubus... Aber bei Dämonen, die da die ganze Zeit rummachen, da war Reinhard auf jeden Fall Feuer und Flamme. Sofort. Und dass man dadurch... durch Sex stirbt, da ist Reinhard natürlich dabei. Spielst du quasi anstatt den Überlebenden, spielst du quasi den Succubus selber. Mhm. Und das ist mehr eine Art Hack-and-Slay-Pornospiel, so ungefähr. Ein Hack-and-Slay-Pornospiel? Okay. Ich habe den Namen gar nicht so gut verstanden. Ich glaube, ich möchte es aber auch gar nicht googeln. Gibt es eigentlich, zensiert, kannst du aber auch entzensieren. Musst du allerdings anders machen, weil über Steam selber, wenn du es runterlädst, kannst du es nicht die Zensierung ausschalten. Mhm. Okay. Dann musst du dir ein Zusatzding runterladen, aber das kannst du dir ganz einfach googeln. Also das,
Ja, gibt's auch für den PC und so weiter. Zusatzding runterladen, laden war mein Stichwort. Gibt's da auch irgendwas? Ich meine, es gibt ja mittlerweile Gummimuschis via USB und den ganzen Scheiß. Gibt's da schon Spiele dafür, wo das integriert wäre? Junge. Kein einziger verdammter Discord-League ohne irgendeine Perversion. Ich würde es mir ja mal so wünschen, dass es nicht einfach nur immer ekelhaft wird. Ey, Leute. Nee, es muss sich doch nicht alles immer nur um Sex drehen. Ich weiß. Ich weiß, einige nennen mich hier prüde und aber jedes verdammte Mal, Mann, jedes Mal, als würden die da kein anderes Thema besitzen. Mit Sicherheit. Also bei Steam wirst du sowas nicht finden, weil Steam, bei Steam verstoßen solche Spiele gegen AGBs, deswegen findest du auf Steam sowas sehr unwahrscheinlich. Mhm. Aber jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Epic sowas anbietet, aber was du auf jeden Fall findest im Internet, also es gibt im Internet Spiele, ich weiß nicht, ob sie das bei Sacred Life mal mittlerweile eingeführt haben, aber da haben sie irgendwann mal die Möglichkeit eingeführt mit VR-Brille. Damals, vor 10 Jahren, 11 Jahren, 12 Jahren, da konntest du mit der VR-Brille aufsetzen und rumlaufen. Da konntest du auch in so, wenn du FSK 16, FSK 18 warst, dann hast du auch, was jetzt? Dann hast du auch, wie sagt man? Na. Dann hast du auch die Möglichkeiten gehabt. Rainer. Ordne doch mal deine Gedanken. Ne? Aber wahrscheinlich ist dein Blut wieder ganz woanders. Habe ich den Namen vergessen? Fuck it. Ja, sicherlich. Du meinst Secret Life. Secret Life, ja. Also zwischen Secret Life und Secret Life. Na gut, ich gehe mal schlafen. Ich wünsche noch einen schönen Abend, ne? Jo, tschüss. 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 Hallo. Mal sehen. Hallo, und bei Sacred Life, da hast du ja auch diese FSK 18 Räume. Ah, jetzt. Und da kannst du. Jetzt ist Reinhard wieder auf Spur. Ja, auch reingehen und kannst. Na. Kannst ja auch reingehen und kannst ganz normal deine auch Pornospielchen machen, halt alleine mit irgendwelchen NPCs, die das sind. Toll. Oder halt auch tatsächlich über Aua. Oder auch tatsächlich über die Meine Güte, wie er es nicht schafft, diesen Satz richtig rauszubekommen, was auch immer er sagen möchte. Dafür vorgesehenen anderen Spieler, die du da dir holen kannst. Also mit denen du dann quasi mit echten Menschen da deine Spielchen machen kannst. Mhm. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass ich so, und da kann ich mir vorstellen, dass sie auch sowas mal mit einbaut haben oder so. Was ich nicht weiß, ist, ob die bei es gibt noch Chathouse, glaube ich, heißt das. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Da kann das auch sein, dass sie sowas eingebaut haben. Das weiß ich aber auch nicht. Also da könnte ich mir aber auch vorstellen, dass sie sowas mit einbauen. Das könnte ich mir endlich mal wieder runterladen. Ja, lad den mal wieder runter rein, oder? Stimmt, das kann ich dir übrigens auch empfehlen. Also, Hast du überhaupt noch eine VR-Brille? Ich hätte die ja schon längst verkauft an deiner Stelle. Oder hast du wahrscheinlich auch schon gemacht. Warte mal, wie heißt das? Du kannst war jetzt eher informativ gedacht. Gut, wenn dich interessiert, dann lass ich's. Pech gehabt. Pech gehabt, wenn du nicht Rainer das tollste
Wix-Fantasie-Spiele haben möchtest, dann bist du halt selber schuld. Also ganz ehrlich. Man muss es selber suchen. Ja, Pech. Ne? Rainerle hat hier ein Wissensschatz über Jahre angehäuft. Also wirklich. Also der kann dir Listen geben, da träumst du von. Tja, wenn du ihn halt nicht als Mentor akzeptierst. Oh mein Gott. Hab jetzt nicht unbedingt das Interesse dran zu sagen, geil, ich will das jetzt unbedingt zocken, sondern das war eher so, ach was, sowas gibt's auch. Ja, sowas kann man kann halt auch Ding machen, ne, wenn man das Ding macht. Man kann halt auch, wie sagt man, es gibt auch Leute, die treffen sich da halt und lernen sich da kennen und treffen sich dann halt auch im Real Life, ne? Das habe ich auch schon gehabt. Ja, hast du gehabt, ja. Sicherlich hast du das. Das ist halt sowas wie ein 3D-Chat. Man kann sich das vorstellen halt, aber eben auch Porno. Und man kann, hast du auch die Möglichkeit, eben pornografisch mit anderen Spielern zu interagieren. Hast du dir den Charakter so gemacht, wie du richtig aussiehst, Reinhold? Dann bezweifle ich nämlich, dass sich irgendjemand mit dir unterhalten hat oder mit dir gesprochen hat. Okay. Also du erstellst quasi einen 3D-Charakter, mit dem du rumläufst. Und Wagner. Mit dem kannst du dann halt, kannst ihn auch ausziehen, du kannst ihm die Sus anziehen. Man muss auch ein bisschen Geld investieren, wenn man alles unzensiert sehen will, aber das ist nicht viel. Und das hat man dann halt immer. Das hat Rainer der hundertprozentig gemacht. Aber sowas von, ne? Ja. Und hast dann alle möglichen Möglichkeiten, die du da machen willst. Also ich persönlich finde es ganz geil. Ab und zu ist es mal ganz witzig. Hab da auch schon den Menschen kennengelernt, so ist es nicht. Klar, hast du da Menschen kennengelernt. Ja, das quasi schon geklappt, dass du da jemanden dann kennengelernt hast und ihr euch dann im Real Life da getroffen habt. Im Real Life habe ich noch keinen davon getroffen, aber ich habe schon viele Menschen da getroffen, mit denen man super Zeit verbringen konnte. Ja. Andere 250 Kilo Menschen, die sich so einen tollen 3D-Charakter machen. Okay. Die Steuerung, ist aber alles nur virtuell, oder? Das ist nicht, dass man da so Sexspielzeuge vom anderen... Das haben wir eben auch gerade besprochen. Ich weiß nicht, ob man das mittlerweile auch einbauen kann. Ich könnte es mir aber vorstellen. Ah, okay. Da gibt es bestimmt Funktionen für. Klar gibt es da Funktionen. Ui. Und das ist das, was ich gemeint habe, so. Ja. Weil das eben auch gerade die Frage eben von Hammer war. Überleg mal, du stellst den Vibrator aus der Entfernung auf die höchste Stufe und plötzlich hast du Internetverbindungsschwierigkeiten und es bleibt dabei stehen. Das stelle ich mir übelst lustig vor. Boah, diese Drecksviecher. Komm, gib mir Herz. Boah, ich bin echt außer Übung und jetzt habe ich schon mal Double Shot. Ganz ehrlich, ne? Bitte sei es lauber. Der Vogel. Was wird mit der Schule? Rainer ist aus der Übung. Rainer, da muss man wieder mehr Computer spielen, weil er hat ja nie Zeit. Nie. Nie hat Rainer Zeit. Mensch. Also, arme Junge. Special Move oder wie? Oh ja, ein halbes Herz. Toll. Toll, draufgegangen. Leck mich doch am Mixer. Mann! Leck mich am was? Leck mich doch am Mixer. Ja, ich bin ein merkwürdiger Typ. Das ist sogar noch untertrieben, Reinhard. Da kommt sogar noch Ekelhaftigkeit dazu und noch sehr viel mehr. Sind wir doch alle. Trüger bist du auch. Echt? Das habe ich auch noch gar nicht gehört über dich. Von Zeit zu Zeit. Von Zeit zu Zeit sind wir das alle, ja. Ich habe viel gehört, aber merkwürdig kam noch nicht vor. Ja, auch nichts Schlechtes, ne? Das heißt ja, dass man dann ein bisschen vom nicht durchschnittlich ist. Naja, der Durchschnitt schläft jetzt schon. Sollte wieder nachtaktiv, wa? Oder macht sich was zu essen? Das ist, glaube ich, nicht so durchschnittlich.
nicht um die Uhrzeit. Deshalb. Okay. Überredet. So ein Abendsnack, das mache ich auch. Das war auch was Schönes. Ja, Gottes Willen. Sagst du ja. Jetzt ein Döner. Ach, ein Döner. Ich würde sagen, du kriegst keinen Döner mehr. Nee, hier auf dem Land nicht. Au. Du scheiß Zapfhalle. Was Zipfelklatsche hier? Oh ja, Tier ist ab. Nice. Was ist denn bitte ein Zipfelklatscher? Leg mich doch am Arsch, du Zipfelklatscher. Nee, ich bin bis mal nach Garmisch-Partenkirchen gefahren und da haben sie mir am Bahnhof direkt Fotzen angeboten und ich habe mich noch gefreut, wie nett die Menschen hier sind, dass du da Fotzen kriegst. Ja. Oh Mann. Ist auch gut. Aber ich glaube, du musst für die anderen erklären, was es ist. Ich glaube, sonst meinen die ja was anderes wie du. Also ich habe dann eine Erfahrung bringen können, als ich da meinte, das ist aber lieb von euch, dass ihr euch so um mein Wohlergehen kümmert. Fotzen heißt Schläge. Ja. Das ist bei uns aber auch. Boxe Fotzen. Ist geil. Ich kann mir gut vorstellen, dass man dir Schläge angedroht hat. Irgendwie kann ich das nachvollziehen. Weiß ich auch nicht, warum. Hast du nur Fotzen angebunden? Ja, rein, Alter. Ist echt gut. Nee, bei mir ist Fotze was anderes. Ja, Fotze, ja. Nee, du musst es unterscheiden. Eine Fotze oder Fotzen? Das ist was anderes. Es wird minimal anders ausgesprochen. aber das checkt natürlich jemand, der den Dialekt nicht kann, nicht. So. Ne, Fotzen oder Fotzen? Kann man nicht auch sagen, ich hau dir auf den Fotzen? Das kannst du auch sagen, aber das ist natürlich was anderes dann. Damit meinst du ja dann was anderes. Aufs Maul hauen, weil, oder? Weil ich hau dir auf die Fotzen, das ist ja. Da kommst du ja, dann meint einer, was, der will mich hauen, indem er mich haut, hä? Ja. Das ergibt keinen Sinn in dem Zusammenhang. Ja. Sorry, wenn ich mich zwischendurch mal muten muss. Hier kam gerade ein Kollege von einer anderen Station. Dialekt generell ist ja schon interessant. Ich kann mich dran erinnern, da war ich noch jung. Da waren wir mal im Urlaub gewesen. In so einer Pension. Da war ich noch jung. Da war ich noch jung, genau. Ja. Da bin ich, das war die Zeit, wo ich mit Mama und Papa in Urlaub gefahren bin. Und da waren wir im Urlaub. Das war so der österreichische Raum. Und da wurden wir früh gefragt beim Frühstück von dieser Gastwirtin da, wie wir geschlafen haben. Meine Mama meinte, sie hat so fest geschlafen, sie hätten sie mausen können. Und da musste ich direkt anfangen mit Lachen. Und dann haben wir erst kapiert, dass Mausen bei denen da unten Bumsen heißt. Ja. Mausen, genau. Das ist auch gut, Alter. Ich will, ja, da mussten die mit Sicherheit lachen, das denke ich mir. Sowas findet Reinhard witzig. Sowas kommt bei ihm an. Das ist sein Humor. Ja, wir Bayern und Franken sind schon ein merkwürdiges Völkchen. Ja. Reinhard, ich würde, Nee, tut mir leid, aber da gibt's viel. Ich habe Bayern und Franken habe ich tatsächlich kennengelernt, ne? Und das sind liebe und nette Menschen. Die sind anders als du, Reinele. Du ziehst da wirklich deine Leute da ordentlich runter. Nur der FCB. Bitte? Nur der FC Bayern München. Ich muss aber dazu sagen, das sind auch Begriffe, die ich auch schon lange in einem, also ich kenne die natürlich, aber es sind Begriffe, die ich echt schon lange in einem mal gehört habe. Das sind jetzt mittlerweile, die Jüngeren benutzen das halt auch in einem, ne? Nur der FCB? Doch.
Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das schon mal gehört habe in Bayern. Auch von Jüngeren. Ich kenne es auch nicht. Was heißt denn da bei euch Mausen? Hat sie die Mauser gemeint von den Vögeln oder was? Nee, die hat einfach nur gesagt, ich habe so tief geschlafen, ich hätte sie mausen können, also klauen. Ach so, im Sinne, ja, okay, verstehe. Okay, ja. Natürlich auch gut. Wow, toll. Genau in den Scheiß da reingerannt, ey. Ja, Mann. Ja, Reinhold und seine Spiele. Da kommt natürlich ein komplett anderer Satz dabei raus, das ist klar. Aber das ist bei Dialekt generell ganz komisch, was da teilweise für Blödsinn rauskommt immer. Blödsinn? Geht der Satz auch noch weiter? Oder? Achso, bleibt so, ne? Das ist eine Feststellung. Bei Dialekt kommt immer Blödsinn raus. Alles klar. Ich komme darauf gerade nicht klar. Ich stelle mir das gerade so witzig vor. Aua. Ach, nein. War es ja auch. Wir wussten bloß gar nicht, warum die so lachen. Ja, klar. Aber genau deswegen komme ich gerade darauf nicht klar. Ich stelle mir das gerade so witzig vor, dass die dann. Der Spruch dann halt auch vor allem, weil ich könnte mir auch vorstellen, deine Mutter hat ihn halt auch recht trocken gebracht. Und so, ach, naja, hätten sie mich mausen können, so ungefähr. Und denke so, Alter, was zur Hölle? Das kommt echt gut. Mm. Ja, eben, deswegen. Das ist aber zum Beispiel so Humor, das liebe ich. Ja, das glaube ich. So, das finde ich geil. Da könnte ich mir den ganzen Tag in den Arsch lachen. Wenn Reinhard sich das auch noch vorstellen kann, ja, dann ist er sogar noch besser. Ja, den ganzen Abend Spaß. Alter, was soll das jetzt heißen? Willst du behaupten, ich habe einen fetten Arsch oder was? Keine Ahnung, ich habe, glaube ich, noch nirgendwo. Reinhard, du hast einen Arsch wie ein Buslenker. Also wirklich. Und eigentlich ist das eine Beleidigung. Du hast sogar noch mehr. Also, dass du noch durch Türen passt, teilweise. Wo gesehen? Du würdest dich wundern, wie viele Komplimente ich für meinen großen Arsch schon gekriegt habe. Er so, ach du Scheiße, was für ein Arsch. Was für ein dicker. Ja. Reinhard, ich glaube, das war nicht für deinen Arsch. Aber mehr so die Person gemeint, vielleicht. Oder vielleicht halt, also man kann sich auch gar nicht vorstellen, wie groß dieses Teil mittlerweile geworden ist bei dir. Wenn du da auf dieser Bank bei Beck sitzt, dann sitzt du ja auch wirklich auf der gesamten Bank, wo normalerweise zwei Leute Platz hätten. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du in einen normalen Flugzeugsitz überhaupt noch reinpasst. Mein Lieber, du brauchtest eine Gurtverlängerung für deinen Ford Ranger. Also Rainer, nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass du dafür irgendwelche Komplimente bekommen hast. Ja. Ach, das ist mit dieser Scheiß. Da wird dieses beschissene Auge hier. Auge. Meiner sagt bloß was. Darauf gleich nicht klar. Ach, immer noch. Das sind so Witze, die merke ich mir immer ewig. Klar, na klar. Kann ein Mensch eigentlich so unangenehm und unsympathisch sein, wenn er gut drauf ist sogar? Du bist ja gerade in einem Hotel. Hast du da Frühstücksbuffet? Nein. Weil Reinhard in keinem Hotel ist. Weil das ist auch so ein schönes Ding, was du mal bringen kannst, wenn du am Frühstücksbuffet stehst und da steht eine Hübsche dabei und macht die Eier. Wenn die dich dann fragt, wie du gern deine Eier hättest, kannst du auch mal drauf. Ach,
Antwort gestreichelt. Ja, das hast du mir mal gesagt, ja. Mhm. Nee, das wird bei mir nicht gehen, weil, also zumindest in den Hotels, wo ich bisher war, das sind die Eier immer schon fertig vorbereitet. Also gekocht und so, oder das Spiegelei. Was sagt die Zimmer nicht, was du für 70, 80, 90 Euro pro Nacht im Hotel bezahlst? Wenn ich für den Preis bei uns in Hotels bin, habe ich eigentlich unten ein ordentliches Buffet, wo auch beim Frühstück früh die Leute dahinter stehen und dir die Eier so machen, wie du es willst. Also mit Speck, ohne Speck, Rührei, wie auch immer. Ist mir neu. Okay. Okay. Ja, bin ich auch. Also für die 70, 80 Euro pro Nacht ist nicht wenig. Da sollte man schon ein bisschen was erwarten können. Erwarten können, ja. Aber wie gesagt, ich habe da... Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Ich finde, 70, 80 Euro ist ein relativer Standardpreis. Ich finde das jetzt nicht zu teuer, ich finde es auch nicht zu günstig, es ist mehr so ein absoluter Mittelpreis, wie ich finde, da erwarte ich eigentlich kein großartiges High-End-Frühstücksbuffet. Ja, also, vielleicht sehe ich das anders, aber für ein Einzelzimmer oder ähnliches, 70, 80 Euro, ist vollkommen in Ordnung. Also, für den Urlaub halt, ne? Also, dann noch nicht das gehabt. Wo ist denn mein Kratzer? Ach da. Ich glaube, mein Bein kratzen. Wobei ich dazu sagen muss, ich schlafe tatsächlich. Also mir ist es völlig wurscht, in welchem Hotel ich schlafe. Ich schlafe auch am liebsten tatsächlich in diesen Ibis Budget, diese blauen Teile. Einfach weil ich nur ein Bett brauche. Ich will ja nicht in diesem Zimmer hausen da. Da möchte ich nur die Nacht verbringen. Und den Rest des Tages bin ich unterwegs. Und deswegen ist mir das völlig Wumpe, wie dieses Zimmer da ausgestattet ist. Von daher, ja, aber wie gesagt, keine Ahnung, 70, 80 Euro, ist doch nicht ein High-End-Preis für ein Hotel. Und dann erwarte ich halt kein super mega Frühstücksbuffet, wo sie mir auch noch die Eier perfekt zubereiten. Mit allem Möglichen, also Omelettes und alles. Genau. Naja. Das kannst du natürlich jetzt, ja, am Fuß, um genau zu sein, aber das kannst du natürlich jetzt nicht wissen. Ich sitze hier so eingeklemmt und wenn ich mich hier, ich habe hier in dem Zimmer, habe ich keinen Schreibtisch, sondern nur so einen kleinen Kaffeetisch. Und so ein kleines Sitzsofa für ein oder zwei Personen und wenn ich da drauf sitze, dann muss ich immer den Tisch hin und her schieben. Und deswegen ist es ein bisschen blöd, weil ich hab keinen Bock, die ganze Zeit den Tisch hin und her zu schieben, nur um mich am Fuß zu kratzen. Und deswegen nehme ich dann den Kratzer dafür. Okay. Macht Sinn, oder? Nee. Aber du, wenn du immer permanent unterwegs bist, ich habe zum Beispiel eine Kundenkarte bei Akko-Hotels. Da gehört Akko, Dorint und das ganze Zeug dazu. Da kriegst du richtig Rabatte. Da müsstest du bei den vielen Nächtigungen irgendwann mal bei 25-30% Rabatt an sein. Kannst du dir Rabatt ankommen? Ja, Accor Hotels, die Hotelkette meinte. Ja, kenne ich. Also wenn du jetzt vielen Hotels bist und vielen Hotels unterwegs bist. Was ist das? Accor Hotels. Accor, mit AC schreiben die sich. Accor. Da ist zum Beispiel, da gehört Ibis auch dazu. Bin ich quasi auch, also die haben ja auch so ein Kundentreueprogramm, wo du Mitglied sein kannst. Habe ich mich auch mal angemeldet. Das Schöne ist aber, diese Ibis Budget, diese blauen Teile, die nehmen an diesem Kundenprogramm nicht teil. Ich hatte mich schon mal gefragt, warum sammle ich denn hier keine Treuepunkte, wenn ich doch immer in diesen Hotels schlafe? Nein, die günstigen Sachen sind nicht dabei. Pro Hotel Group. Nie gehört. Natürlich, Rainer. In denen hast du hundertprozentig hast du schon mal in einem Accor-Hotel geschlafen. Also zu einer Accor-Gruppe. Ne? Aber kann ich mir vorstellen, dass hier der Name so nichts sagt von dem Unternehmen, aber auf jeden Fall ein Hotel von einer Accor-Gruppe bist du schon mal gewesen.
Ich stark von aus. Das Problem ist, dass die Hater bestimmt schon Maßnahmen dagegen ergriffen haben. Was, dass du diese Treuekarte kriegst? Würde ich fast von ausgehen. Gegen Rabatte? Nicht gegen Rabatte ist, sondern dass ich sowas nutzen kann. Die werden wahrscheinlich bei diesen AC-Hotels, die da mitmachen, bestimmt schon angerufen haben und dafür gesorgt haben, dass ich da ein Hausverbot bekomme. Klar, bei allen 3873 Hotels. Das ist ja nicht, das ist, überhaupt nicht falsch ausgedrückt, das ist ja keine Hotelkette. Die Akko Hotel Group, da gehören mehrere Hotelketten dazu. Wie Merkur, Dorint und so was. Ja, ich glaube, Ibis war da auch mal dabei, bin ich mir auch gar nicht so sicher gerade. Sind sie immer noch? Ja, Ibis zum Beispiel hat ja auch Hausverbot. Bundesweit? Landesweit. Wahrscheinlich landesweit. Genau. Gab eine Rundmail an alle. Bundesweit, ja, das Land. Land wäre jetzt. Bundesweit wäre doch Bundesland, meinst du doch nicht? Ja. Ist bundesweit nicht bundeslandweit? Nee. Landesweit heißt landesweit, deutschlandweit. Ja. Genau, und bundesweit ist ja bundeslandweit. Richtig. Ja. Ja, darum habe ich gesagt, ganz Deutschland werde ich werde wahrscheinlich generell Hausverbot bei denen haben. Weil ich werde sogar sagen, auf der schwarzen Liste. Weltweit, Rainer. Das stimmt, denke ich. Also egal, ob ich jetzt in Deutschland, Österreich, Schweiz oder wo auch immer die alle sind. Bei Motel One habe ich überall Hausverbot. Soweit ich weiß. Also da bin ich komplett auf der schwarzen Liste bei denen. Ja, die wollen dich nicht. Wann merkst du das eigentlich? Wann kann man dich eigentlich mal auf die schwarze Liste fürs Internet setzen? Das wäre schön. Überhaupt legal, also wegen so einem Grund. Also ich weiß, ja mehr Hausrecht, aber das ist ja... Naja, das ist genau der Punkt. Dadurch, dass die Hausrecht haben, können die jedem Hausverbot geben, wenn sie wollen. Richtig. Da gibt es nicht so Diskriminierungsschutzgesetz? Also ich kenne das beim... Natürlich gibt es sowas, aber... Nein, mein Lieber, das ist immer noch ein eigenständiges Unternehmen. Die können selber entscheiden, mit wem sie einen Vertrag eingehen möchten. Schließlich schließt du da einen Beherbergungsvertrag ab. Und der ist beiderseitig. Das heißt, die können auch sagen, nein, wir möchten das nicht. Das zählt auf mich ja nicht, weil ich weder schwarz bin, noch Ausländer, noch sonst was. Das würde vielleicht im Ausland gelten, aber dadurch, dass ich ja in Deutschland auch Hausverbot habe, und das auch aus Deutschland komme, wird das wahrscheinlich eine andere Situation sein. Außerdem, Reinerle, hat es einfach was damit zu tun, dass du Probleme mit dir bringst. Wenn die Leute dich einladen, dann bringst du einfach Probleme mit. Das ist nun mal so. Daran bist du auch zum Teil selber schuld. Und dann sagen die halt lieber, nein, bevor wir den hier bei uns haben, dann verzichten wir lieber auf dein Geld. Ja. Verbieten wir das halt an jemand anders. Das Zimmer bleibt halt leer. Haben die ja auch eine Verpflichtung den Gästen gegenüber, und wenn die den Schutz der anderen Gäste nicht gewährleisten können, nur weil ich da unterkomme, dann reden die sich nämlich dann darauf raus am Ende. Die reden sich raus, ja. Das ist ja wirklich so, dass dann Gäste, dass die dann angegriffen werden? Das ist ja der gleiche Grund, warum ich zum Beispiel in keinen Dingern unterkomme. Dinger. In keinen obdachlosen Unterkünften. Ich komme da nicht unter. Bullshit. Nein. Das ist gelogen, Reinhard. Das hast du dir selber eingeredet. Man hat dir eine obdachlosen Unterkunft beziehungsweise ein Wohnheim angeboten in Nürnberg. Da wolltest du nicht rein. Und zwar aus dem Grund, weil da eine tolle Google-Bewertung drauf gewesen ist. Dann hattest du ja auch mal den Grund vorgeschoben, mein Bewährungshelfer hat mir davon abgeraten, dahin zu gehen. Natürlich hat er das gemacht. Welcher Bewährungshelfer macht sowas? War auch natürlich gelogen. Und dann war ja auch mal die Ausrede, ich möchte ja einem Obdachlosen keinen Platz wegnehmen. Aber Rainer, das ist auch bescheuert, weil wenn da tatsächlich jemand vor der Tür abgewiesen wird, dann kannst du ja auch vorher sagen, nein, bevor ihr den abweist, gehe ich lieber wieder zurück auf die Straße oder ähnliches. Außerdem in diesen obdachlosen Unterkünften, Rainer, die haben ganz, ganz andere Probleme als irgendwie ein paar Hater, die davor stehen und was? Ne? Nichts machen. Wenn die da Pizzen hinbestellen, das juckt die nicht. Ganz ehrlich, das interessiert die doch kein Stück, wenn da an so eine obdachlosen Unterkunft Pizza bestellt wird. Was machen die? Die schicken die halt wieder zurück. Das stört halt nur wieder dieses Unternehmen. Ja.
Also, ist egal. Und solange du dich halt auch wieder mal nicht selbst liegst, solange du dich nicht wieder selbst liegst, kannst du da auch eine Nacht verbringen. Sollte kein Problem sein. Nicht, weil ich da nicht rein will, sondern ich komme da nicht unter, weil die mich nicht aufnehmen, weil die den Schutz der anderen Bewohner nicht gewährleisten können. Darauf reden sie sich raus. Nein. Natürlich ist das eine Ausrede, aber das musst du ihnen halt erstmal nachweisen, ist das Problem an der Stelle. Das ist eine Ausrede von dir. Das ist eine einzige Ausrede von dir, Reinhard. Und das ist auch beweisbar, weil du nämlich in den letzten Wochen immer wieder davon geredet hast, dass du da nicht hingehen willst, aus den Gründen, die ich gerade eben aufgezählt habe. Deswegen, du hast nie gesagt, ja, ich war da schon, aber die haben mich wieder weggeschickt, weil Hater. Nein, das wäre nämlich das Erste, was du gesagt hättest. Wenn du gesagt hättest, ja, ich war hier bei der Obdachlosenunterkunft in Nürnberg, aber die haben mich wieder weggeschickt, weil die hatten alle Angst vor den Hatern. Das hättest du als Erstes gesagt. Aber nein, du hast erstmal die ganzen anderen Gründe vorgeschoben. Und jetzt ist dir halt eingefallen, ach ja, kann ja immer wieder sagen, hey, ich kann das nicht, weil die Hater. Ich kann nicht arbeiten, weil die Hater. Ich kann hier nicht erblühen, weil die Hater. Und das weißt du denen halt nicht nach, weil es ist ja nicht so, dass die rumrennen und sagen, ja, der dürfen nicht zu uns rein, weil es der Drachenlord ist. Was dann die Diskriminierung wäre. Und die sagen, das wäre keine Diskriminierung, Reinhard. Ich dürfte da nicht rein. Das wäre aufgrund deiner ganzen Taten und deiner Persönlichkeit. Und weil du halt einen Haufen Probleme mit dir bringst. Deswegen, das ist keine Diskriminierung. Den Schutz der anderen Leute nicht gewährleisten können dadurch, dass ich da hingehe. Du mit deinem Schutz der anderen Leute, ey. Sind die anderen Leute so scheißegal wie sonst nichts. So egal sind die anderen Leute. Also wie gesagt, ich bin da ziemlich neu bei der Geschichte dabei, aber haben denn eigentlich Hater jemals irgendwie Tätigkeiten ausgeübt, auch jetzt gegenüber anderen oder sonst irgendwas, wo man sagt, das ist bekannt, dass wenn da jetzt bei uns wäre, dann schlagen die uns hier alle zusammen. Ich überlege wirklich. Aber mir ist kein Fall bekannt. Nö. Also es ging immer nur gegen Reinerle. Und in der Regel war es meistens auch tatsächlich eher Verteidigung, weil Reinerle angegriffen hat. Viele, die Reinerle tatsächlich schlagen wollten oder ihm durchs Gesicht streicheln wollten mit ein bisschen mehr Schwung, die sind ja meistens gar nicht erst bis zu Reinerle gekommen oder haben halt immer nur so getan, wenn die da vor dem Tor gewesen sind, haben sie halt ein bisschen Radau gemacht und diesen Müll- und Tüdeldrahtzaun da ein bisschen ins Wackeln gebracht. Aber ansonsten, wenn die Reinerle wirklich etwas hätten antun wollen, es gäbe so viele Gelegenheiten. Überleg doch mal, er war eigentlich immer vor dem Zaun oder er war sehr häufig vor dem Zaun, sagen wir es so. Er war sehr, sehr häufig auf der Straße und hat auch selber die Leute angegriffen. Dieser Zaun aus Müll und Tüdeldraht, den kannst du an der einen Seite locker überspringen. Da kannst du rüber. Mir auch ein paar Leute gemacht. Seien wir ganz ehrlich, es gab auch ein paar Leute, die auf das Schanzengrundstück gegangen sind und da ein paar Mal rumgelaufen sind. Aber ja, wenn jemand wirklich hätte Reinerle schaden wollen, körperlich oder in irgendeiner anderen Form, hätte man es gekonnt oder hätte derjenige es gekonnt. Spielt in dem Fall keine Rolle, weil darum geht es in dem Zusammenhang nicht. Es geht in dem Zusammenhang darum, dass die Hater da so lange anrufen, Feuerwehr anrufen, Krankenwagen anrufen, Pizza-Bestellungen und so weiter und so fort. Und das belästigt die Gäste unabhängig. Die Gäste in der Obdachlosenunterkunft oder wahrscheinlich mein Rhein oder allgemein. Dieses Krankenwagen-Feuerwehr-Ding ist tatsächlich Schmutz. Das ist abgrundtiefer Schmutz. Verstehe ich nicht. Werde ich auch nie verstehen, wie man Rettungskräfte binden kann, nur um Reinerle zu ärgern. Die werden in der Regel immer woanders dringender gebraucht. Rettungskräfte arbeiten meistens immer im Notfall. Das heißt, irgendwo ist
irgendwas los, wo sie gebraucht werden. Wenn sie bei Reinalde gebunden sind, fehlen sie halt woanders. Deswegen werde ich das auch nie verstehen, wie man das machen kann. Das ist ein Level mit, es ist sogar noch unter Rainer. Ich sage es jetzt, es ist unter Rainer. Rainer würde das, glaube ich, nie tun. Oh, halt, das stimmt so nicht ganz. Ich nehme das ein Stück zurück. Reinalde hat auch sehr, sehr häufig Rettungskräfte gebunden. Rettungskräfte ist das falsche Wort. Polizei. Reinalde hat immer Polizei gebunden. Meine Güte. Red mich auch ein bisschen um Kopf und Kragen hier. Glückwunsch, ihr Leute, die Polizei da für einen Notfall rausschickt oder Feuerwehr. Ihr seid ein Level mit Reinalde. Ihr habt genauso Leute gebunden, die an anderer Stelle wichtiger gebraucht wären. So, jetzt habe ich es, glaube ich, richtig gesagt. Pizza-Bestellung. Ja, ist nicht toll. Gibt solche Leute. Finde ich auch nicht schön. Aber ich bin auch nicht für diese Leute verantwortlich. Ne? Ist ein Verlust für den Pizzabäcker, wenn er da 5 bis 10 Pizzen irgendwo hinliefern muss. Kann ich verstehen, dass ihn das ankotzt. Hat er halt Verlust in der Ware, Wareneinsatzverlust. Bisschen Personalkosten ist auch dabei. Aber ja, der wird sich schon davon erholen. Ist mir noch kein Fall bekannt, dass irgendein Pizzabäcker deswegen pleite gegangen ist. Außer vielleicht der Gino, der hier 10.000 Euro Umsatzeinbuße durch Pizzabestellung gehabt hat. Aber ganz ehrlich, wer das mehr als zweimal macht, zu Reinalde Pizza liefern, der ist auch selber schuld. Abhängig davon, ob die aufs Maul kriegen oder nicht. Das belästigt die Gäste und dadurch werden die quasi deswegen wird es als nicht passende Situation eingestuft und dadurch bist du eben gearscht. Als nicht passende Situation. Doch nett. Okay, also das stelle ich mir jetzt gerade ein bisschen komisch vor, weil wenn ich in einem Hotel bin, bin ich auf meinem Zimmer im 2., 3. Stock. Das ist mir egal, ob die an der Rezeption 100 Pizzas angeliefert kriegen oder nicht. Das stört mich als Hotel gar schon, nicht. Aber wenn ja, du zum Beispiel eine Bar unten oder so, ja, das interessiert aber nicht. Wenn du eine Bar hast und die meisten oder 99% aller Hotels haben eine Bar, dann wirst du grundsätzlich auch mal Leute haben, die in der Bar sitzen. Und wenn dann da permanent Leute kommen und dann das außerdem interessiert es ja auch nicht, ob das wirklich so ist oder nicht. Letzten Endes geht es darum, Hotels reden sich darauf raus, dass sie eine Schutzverpflichtung haben, ihren Gästen gegenüber. Ach. Und wenn diese ganzen Feuerwehreinsätze und Krankenwageneinsätze und so weiter und so fort, gefakte Feuerwehralarm und so weiter und so fort und so überhaupt und alles, dann ist es ja so, dass die einfach den Schutz und die Ruhe der Gäste nicht gewährleisten können. Ist dir das nur mündlich kommuniziert worden oder hast du da auch schriftlich was in der Hand, wo du was hättest, wo du dagegen vorgehen kannst? Schriftlich habe ich dagegen nichts, aber ich habe mit Anwälten darüber gesprochen, die auch das gesagt haben, dass sie sich darauf ausreden werden. Anwälte. Mit Anwälten hat er gesprochen. Ach. Du hast mit irgendeinem Dulli auf dem Discord geredet, Rainer, da gib's doch zu. Jemand, in dem Fall rassistischen Aussagen oder sonst was fokussiert, der wird nicht zugeben, dass er das macht, weil dadurch ist er eher strafbar. Dadurch kannst du quasi ganze Hotelkette verklagen. Dann müssen die dich aufnehmen und du kriegst wahrscheinlich sogar noch Geld dafür, dass du bei denen schläfst, so ungefähr. Blöd gesagt. Ja, gab's ja letztens auch, also schon ein bisschen länger her mit so einem Fall. Das war im Endeffekt, also glaube ich auch nur Fake von dem, aber da hatte jemand irgendwie so eine Judensternkette. Mhm. Dann wurde er aber irgendwie auch irgendwie im Hotel nicht gut behandelt oder so. Und hat er da auf Social Media gepostet, hier, ich werde hier rassistisch anbelangt und sowas. Gil oder Jill? Ich glaube, Gil heißt er, ne? Gil Oferim. Hat er diesen Eklat mit dem Davidstern. Das war bei uns. Ah, das ist übrigens auch noch so eine Sache. Das wird übrigens auch gerne als geschäftsschädigend bezeichnet, wenn ich da bin, weil die ganzen Hater ja auch negative Bewertungen uns so schreiben, ne? Also, das kommt noch dazu dann. Das ist doch ein bisschen, also. Ist das nicht so gegen die Würde des Menschen, dass man so sagt, wegen Cyberpunk? Ich habe eine Sache in meinem Leben gelernt, ja. Das war vor allem, also ich wusste es auch vorher schon, aber ich habe mir das vorher auch schon gedacht. Und seit ich YouTube mache und so weiter, ist mir auch durchaus bewusst, dass es wirklich so ist. Die Würde des Menschen interessiert keinen.
Das interessiert keinen Richter, das interessiert keinen Anwalt und das interessiert letzten Endes auch sonst niemanden. Bullshit, Rainer. Natürlich kannst du dagegen... Du siehst das halt immer nicht, weil du alles zu deinem eigenen Vorteil auslegen möchtest. Die Welt dreht sich nicht nur um dich, Rainerle. Wir sind eine Sozialgesellschaft und du passt da halt nicht rein. Und das sagt man dir. Man sagt dir, Rainerle, so wie du es machst, akzeptieren wir das hier alles nicht. Du musst dich ändern. Oder anpassen, besser gesagt. Klagen, aber du wirst damit nicht durchkommen. Beziehungsweise solche Sachen werden grundsätzlich fallen gelassen. Weißt du auch warum? Nee. Weil die öffentliche Aufmerksamkeit dafür zu gering ist. Was ich machen könnte mit meiner Reichweite ist, ich könnte das Ganze anklagen und meine Zuschauer und Fans darum bitten, sich darüber entsprechend zu beschweren, dass, und dafür zu sorgen, dass quasi auf die Art das öffentliche Interesse höher ist. Und dadurch wiederum würde es passieren, dass es dann auch ernst genommen wird oder auch ernster wahrgenommen wird. Und dann sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Okay, ne, die Sache, die jetzt zum Beispiel gerade Kamina... Es ist auch kein Menschenrecht, Rainerle, in irgendeiner Form Influencer zu sein. Da hast du kein Recht drauf. Du kannst auch ganz normal arbeiten gehen. Naja, hageldummer Knallkopf. Was ich gesprochen hatte, das ist zum Beispiel eine Geschichte, die hat bei mir im Bundesland stattgefunden. Das war ein Sänger, ein Jüdischer, der behauptet hat, er wurde nur wegen dem Judenstern nicht bedient. Er hat daraufhin die Hotelkette verklagt, hat das bei Instagram riesengroß öffentlich gemacht, da das ein bekannter Sänger ist. Nee, da hast du was falsch verstanden, mein Lieber. Er hat nicht die Hotelkette verklagt, sondern er wurde angeklagt. Er hatte nämlich, kriege ich das jetzt richtig zusammen? Er hatte sich ungerecht behandelt gefühlt, hat dann auf Instagram ein Video gepostet, in dem er angibt, er wäre wegen seines David-Sterns da diskriminiert worden von dem Hotelangestellten. Später auf den Videos hat sich herausgestellt, also auf den Überwachungskameras, er hatte diesen David-Stern gar nicht um und hat da diesen Mitarbeiter vom Hotel einfach diffamiert. Das nennt man Verleumdung. Das, was Rainer da auch schon öfter mal gemacht hat. Und üble Nachrede. Habe ich das gerade richtig angewendet? Ich glaube ja, ne? Fremdwörter. Hat das Ganze viel Aufmerksamkeit bekommen. Jetzt im Nachhinein, nach Auswertung Überwachungskameras in ETC, kam aber übrigens heraus, dass er den Stand zu dem Zeitpunkt gar nicht getragen hatte, sondern unter dem T-Shirt hatte. Das quasi... Also das war eine große Luftnummer, die ganze Geschichte, die er angeprangert hat. Es war aber trotzdem ein großes öffentliches Interesse da. Nur, wenn du jetzt, Gott, wie formulierst du das jetzt so, ohne gebannt zu werden? Also nicht übel nehmen, aber es würde ja voraussetzen, wenn du jetzt aufrufen möchtest dazu und du hast jetzt ein paar Unterstützer, wäre das, glaube ich, noch lange nicht so viel, wie Gegenwind bei den Hotels da ist. Oder ist das eine Fehleinschätzung? Übrigens, mein lieber Reinhard, würde das, und da gehe ich sehr stark von aus, auch komplett in die andere Richtung laufen. So ähnlich wie bei Gil Oferim. Dann würden nämlich auch deine ganzen Verfehlungen rausgekramt werden, die du in den letzten Jahren so dir geleistet hast. Ne? Denn schließlich bist du nicht nur Opfer, Reinhard, du bist auch Täter, mein Lieber. Du bist auch Täter. Das haben schon viele Leute festgestellt. Und auch das Gericht hat das schon festgestellt. Also, was glaubst du, was passiert, wenn du wieder vor Gericht gehst? Ne? Mit Sicherheit. Aber die Sache ist, wenn man das mal realistisch betrachtet, unabhängig davon, dass es jetzt ich bin und so weiter, musst du ja immer noch denken, dass man müsste sich dafür einfach interessieren, so unabhängig davon, ob man mich jetzt mag oder nicht. So, weißt du, weil letzten Endes ist es ja, wie du schon sagst, das ist die Verletzung der Menschenwürde. Nein. Und nein, das ist doch nicht die Verletzung der Menschenwürde, Reinhard. Du hast doch deine Würde noch. Also zumindest, wenn du halt nicht in einem Hotel aufgenommen wirst. Würde hast du dir schon längst aus dem Hintern gepömpelt mit dem schwarzen Luan.
Also der habe ich jeglichen Respekt und jegliche Würde, die du vielleicht mal gehabt haben solltest, aber die hast du dir auch selber komplett zermettelt. Reinele, du wirst in einem Hotel nicht aufgenommen. Das hat nichts mit Menschenwürde zu tun. Man muss bedenken, wenn ich so behandelt werde, würde wahrscheinlich auch jeder andere in der Situation so behandelt werden. Und dann ist die Frage, ob man nicht generell was, wenn man einfach sagt, okay, man will einfach dafür sorgen, dass die Menschenwürde hier ernst genommen wird, weil es halt auch auf andere zurückfällt letzten Endes. So müsste man denken, aber die meisten denken halt nicht so. Und das ist genau der Punkt an der Sache. Und wie machst du das dann jetzt in dem Hotel, in dem du da jetzt gerade bist? Die gehören quasi nicht zu dieser Hotelkette, sondern zu einer anderen Hotelkette, wo es bis jetzt noch keine Probleme gab. So ist es. Ja, so ist es, ne? Genau. Es ist ja nicht so, dass ich in ein Hotel gehe und sage, hey, ich bin Drachenlord, ich habe tausende von Hatern, es könnte sein, dass die hier anschreien und Scheiße bauen und so weiter. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt ja bei jedem bekannt bin. Also es gibt ja auch Leute, die mich nicht kennen. Wobei ich auch schon tatsächlich in Hotels gegangen bin, wo mich die Leute tatsächlich kannten. Gerade in Nürnberg und so weiter ist es schon öfter vorgekommen, die mich halt auch wirklich kannten. Und auch wissen, wer oder wussten, wer ich bin. Und die haben halt tatsächlich gesagt, ihnen ist es egal, solange ich halt da jetzt streame oder jetzt nichts veröffentliche oder so. Und dass solange da halt nichts passiert, ist es denen völlig furz. So. Es ist denen scheißegal, haben die gesagt. Aber es nur halt, solange nichts passiert. Wenn halt was passiert, dann kann es halt gut passieren, dass ich Hausverbot kriege, auch bei denen. Aber grundlegend ist es denen völlig egal gewesen. Ja. So ja gut, zahlst. Man kann sie auch positiv sehen als Hotelbetreiber. Irgendwohin werden die dann mal ganz schnell berühmt, ne, innerhalb kürzester Zeit. Weil ich sage mal... Natürlich, man muss es immer mit zweierlei Seiten sehen, ne? Definitiv. So wie Rainer, der ja meinte, würde ihn mal interessieren, wie viel Umsatz eigentlich Emskirchen gemacht hat, durch seine Berühmtheit, dass da ja so viele Leute hingepilgert sind, auch alleine der Rewe Zwingel, wie viel Umsatz plus alleine an Löschzwergen durch ihn entstanden sind. Gut, Löschzwerge hat er nicht gesagt, das habe ich jetzt dazu gedichtet, aber er hat tatsächlich mal gesagt, als er durch Emskirchen gewongelt ist, wie viel habe ich eigentlich hier dazu beigetragen, dass jetzt mehr Steuern eingenommen wird oder halt Rewe Zwingel mehr Geld verdient? Weil ich sag mal, die Community auf der anderen Seite gegen dich, sage ich jetzt mal, das ist ja eher eine sehr große Reichweitensteige. Ich meine, das spricht sich ja dann auch innerhalb mal ganz schnell rum. Auch wenn es bloß der Aufruf dazu ist, vielleicht jetzt das Hotel negativ zu bewerten, aber man kommt immerhin damit in Berührung. Ich sag, die Sache ist die, du musst es auch so denken. Eigentlich, ja, musst du das so bedenken, dass wenn du da hingehst und wenn du da hingehst und wenn du da mit denen redest und so weiter, eigentlich muss man bedenken, selbst wenn ich gefunden werde, selbst wenn ich da rausfliege, die Hater, gerade die Hater, wissen ja dann, dass ich mal da war und die wollen ja alleine, weil ich da war, gehen die dahin. Alleine deswegen, weil ich da einfach nur, weil ich da war, werden die früher oder später in diesem Hotel übernachten. Und das heißt, die Leute haben zusätzliche Gäste bekommen. Oh, ja, das meint er doch jetzt nicht ernst, oder? Er sieht sich auch wirklich irgendwie so als Superstar. Boah, das ist ein Vollidiot. Nein, Reinhard, ich werde in keinem Hotel schlafen, in dem du auch schon mal gewesen bist, nur weil du da gewesen bist. Also, sag mal, in was für einer Welt lebst du eigentlich gedanklich? Das ist doch... So muss das halt wirklich sein, wenn man den lieben langen Tag nichts anderes tut, als Animes zu schauen, sich den kleinen Schrimp da zu rubbeln und Spiele zu spielen, Computerspiele. In einer völlig anderen Welt lebt dieser Mensch. Die Frage ist halt, ob das das aufwiegt. Ganz theoretisch gesehen könntest du sogar so machen, wenn ich sagen wir mal... Rainer, ich wette, Rainer, der möchte jetzt Provision haben oder so. 5 Hotels hätte in verschiedenen über Deutschland verteilt. So verschiedene Hotels, wo ich immer bin, wenn ich zum Beispiel in Nürnberg bin oder in Berlin bin oder in München bin. Und ich bin immer in den gleichen Hotels. Theoretisch gesehen könnten die sogar so hergehen und könnten ein Zimmer machen, wo ich immer bin. Und dieses Zimmer dann, wenn ich nicht da bin, vermieten. Und halt nur, wenn ich quasi hinfahre, ist es dann quasi für mich reserviert. Und ich
Du musst denen halt Bescheid geben, passt auf, ich bin nächste Woche in Berlin. Halte dann mal mein Zimmer für nächste Woche Dienstag frei oder so. Als Beispiel für eine Woche. Ja, und dann ansonsten könnten die dieses Zimmer grundsätzlich immer für 100, 200 Euro vermieten. Wahrscheinlich würden sie da regelmäßig Gäste bekommen. Das Drachenlord-Zimmer oder so. Nur, es ist nur eine Idee natürlich. Es ist komplett bescheuert, Rainer. Komplett. Und natürlich würde das wahrscheinlich auch nur mäßig an Erfolg bekommen. Aber die Idee selber ist, glaube ich, jetzt so verkehrt. Das würde bestimmt auch Kohle, machen. Nö, bezweifle ich. Okay, Stan, danke fürs Gespräch. Die Frage ist einfach nur, glaubst du denn, dass die Hater dann da hinkommen, um unbedingt in dem Bett schlafen zu wollen, in dem du geschlafen hast? Oder würdest du die Bude abfackeln? Du würdest dich wundern, was die... Also abfackeln würden sie es mit Sicherheit nicht, weil die Sache ist die, wenn du in ein Hotel gehst, musst du ja auch deinen Namen, deine Adresse angeben und so weiter und so fort, sonst kommst du gar nicht ins Zimmer. Du musst dir auch Personalausweis vorlegen im Normalfall. Und das, wenn du das machst, wirst du mit Sicherheit nicht das Zimmer abfackeln, außer du bist ein Billy Talent, der meint, der muss jetzt da auf die Kacke hauen oder so. Hm. Okay. Ja. Na? Da war mich also gerade, das hatte mich gerade ein bisschen, weil du meintest, dass dann so viele da hinkommen und auch unbedingt in den Zimmer schlafen wollen. Deswegen hatte ich jetzt gerade kurz überlegt. Also das Randalieren glaube ich jetzt nicht, aber es gibt mit Sicherheit viele, die nur darauf warten, sich ein Zimmer zu suchen, wo ich mal war. Ich meine, Alter, die haben. Was hast du eigentlich für Vorstellungen, Reinerle? Was? Also ich würde eher dafür bezahlen, dass ich in einem Zimmer schlafe, wo du nicht gewesen bist. Oder wo ich mir sicher bin, dass dieses Zimmer desinfiziert ist bis zum Gehtnichtmehr und das Bett wahrscheinlich verbrannt wurde. Wir haben Steine von dem Haus verkauft für 200, 300, 400 Euro. Nein. Ich habe eine leere Pfanne. Keiner. Es gab Witzangebote bei eBay für Schanzensteine, ja. Aber das hat doch kein Mensch hat das gekauft. Ich bitte dich, wer ist denn so doof? Mann, ey. Wie willst du denn beweisen, dass das ein echter Schanzenstein gewesen ist? Es gab Leute, die sind dahin zu der Schanze und haben natürlich ein paar Steine mitgenommen und haben die auch verschickt, zum Beispiel an Excel 95, der hat einen schönen Schanzenstein in der Glasvitrine, damit da der Schimmel nicht auf das ganze Haus übergeht. Aber Reinerle, der ist, ich denke mal, so gut wie nie in irgendeiner Form Geld geflossen. Pfandflasche genommen, die nicht mal mir gehört hat, und habe aus dieser leeren Pfandflasche 200 für, nur wegen einem Autogramm 3 Euro gemacht. Ich habe mir aus einer uralten Axt, die nicht einmal 10er mehr wert war, 350 Euro gemacht. Was sagt dir das? Dass du lügst. Also das mit den Steinen würde ich ja als Trophäe sehen, als Trophäe, nicht um unbedingt zu sagen, geil, da war jetzt ein Drachenlord, ich brauche den Stein, weil der da gewohnt hat, sondern ja als Trophäe, jawohl. Ich war mal da. Deswegen bin ich auch tatsächlich ein bisschen traurig oder beziehungsweise ich musste noch mal hin, weil mir fehlt tatsächlich ein Schanzenstein. Ich hatte nicht dran gedacht bei meinen ersten Besuch oder bei meinen beiden Besuchen, auf dieser kleinen Wanderung mir da mal ein Souvenir mitzunehmen. Hätte ich eigentlich nicht dran gedacht. Aber das war auch noch zu der Zeit, wo man sich nie hätte vorstellen können, dass die Schanze irgendwann nicht mehr steht. Arme kleine Schanze. War so tapfer. Und dann kam Rainer. Tja, aber dann wäre das ja eigentlich so, dass, so wie du das gerade rüberbringst, ist es ja so, dass eigentlich dann wahrscheinlich die Hater-Gemeinschaft eigentlich deine tiefgründigsten Fans sind. Nein. Also definitives Nein. Aber es gibt eine. Aber es ist eine Tatsache, dass die Hater. Das sind ja, müssen nicht nur Haters sein. Ich habe ja nie von Hatern geredet, das hast du gesagt. Ich habe die Hater gerade thematisiert. Ich sagte, dass es Leute gibt, die das dann machen würden und zahlen würden. Ich habe nie gesagt, dass es die Hater machen würden. Hm? Okay, obwohl es auch genug Hater geben würde, die das machen. Das garantiere ich dir. Hä? Okay, ja, denn dann haben wir wahrscheinlich kurz aneinander vorbeigeredet. Ich weiß nicht mal, wovon Reinhold jetzt gerade redet. Er kann Sachen verkaufen an Hater, an Fans, ist ihm egal. Okay, also an Menschen. Menschen, ne? Ja,
Anscheinend. Ja, nee, also ich habe nie gemeint, dass es die Hater machen würden, aber auch die Hater machten das. Nicht alle, aber genug. Mhm. Du hast jetzt eher darauf angesprochen, dass wenn du dort genächtigt hast, weil wir hatten ja vorher das Thema, dass du da nicht übernachten kannst wegen den Hatern, wo du meintest, naja, aber wir könnten das Zimmer ja machen und dann würden viele kommen. Okay, habe ich jetzt auf die Hater bezogen, weil ich noch bei dem Thema war, aber dann hast, ja okay, du meintest dann eher Fans, dass da quasi Fans hinkommen und sagen, hey, ihr habt da geschlafen, ich muss jetzt unbedingt in dem sein Bett. Ich habe die ganze Zeit von Zuschauern und Fans geredet. Ich habe nie von Hatern geredet, auch bei der vorherigen Aussage nicht. Also okay. Doch, oder? Also ich spüre jetzt nicht zurück, aber ich war eigentlich auch so derselben Meinung wie der andere, dass Reinelde davon ausgeht, dass da Hater immer wieder in diesem Bett schlafen wollen, weil die Hater machen die verrücktesten Sachen und so. Hat er wirklich gedacht, Fans würden dafür zahlen, in demselben Bett zu schlafen, in dem er geschlafen hätte? Also ich kann es mir sowieso von niemandem vorstellen. Egal, ob er Drachi ist oder Hader. Weil ich Drachi sowieso allgemein nicht verstehen kann. So. Okay. Gut, dann war ich das. Grundsätzlich. Habe ich das falsch verstanden. Ja. Auch die Hater werden das machen. Also es wird auch Hater geben, die das machen, klar. Mhm. Aber grundlegend, aua. Dachte ich schon, ich habe mich getroffen hier. Aber grundlegend ist es auch so, dass es da mehr als genug geben wird, die das auch so machen, einfach weil ich da drinnen war, also Fans und auch Zuschauer. Klar. Aber auch Fans und Hater, klar. Da komme ich wieder zurück, Reinhard, in was für einer Welt lebst du eigentlich? In was für einer Fantasieblase bist du unterwegs? Du dürft nie vergessen, du dürft nie übersehen, wie groß meine Reichweite und mein Fame tatsächlich ist. Ja? Rainer, du hast doch kein Fame. Du wirst gehasst von sehr vielen Leuten. Sehr, sehr viele Leute hassen dich. Und ganz, ganz wenige, ein paar vereinzelte, komplett verwirrte Menschen, die dich noch nicht so lange kennen, ne? Die versuchen dich irgendwie zu unterstützen. Ganz wenige, ganz wenige. Man sieht es doch auch in deinen TikTok-Streams. Du hast was, 200 Abonnenten, wovon auf jeden Fall über die Hälfte Hater sind, wenn man sich die Discord-Leaks jetzt die ganzen Tage angehört hat auch. Und wer da halt in deinen TikTok-Streams schreibt, die paar Leute, auch da über die Hälfte, mindestens Hater. Also kannst du wirklich 90% aller Leute, die dich kennen, mögen dich nicht. Wirklich. Ich gehe davon aus 90%. Und die anderen 10%, die dich kennen, die kennen dich halt noch nicht so lange. Nicht lang genug. Oder sagen wir 9%. Und dann gibt es ja noch dieses eine kleine Prozent wie Marion und so ein paar Verwirrte, die wirklich komplett einen Dachschaden haben. Und dir ewig die Treue halten werden. Warum auch immer. Also meine Marke ist ja sehr stark. Ich habe eine extrem starke Reichweite und eine extrem starke Markengröße so. Das Problem daran ist nur, ich kann sie nicht so aktiv nutzen, wie ich das gerne würde. Aber die Möglichkeiten dafür sind da. Die Möglichkeiten existieren. Nö, tun sie nicht. Tun sie eben nicht, Reinalde. Weil du keine große Reichweite mit deiner Marke hast an sich, du hast keine große positive Reichweite mit deiner Marke. Es ist eher so das Negative. Und warum sollte sich eine Firma oder sonst wer in irgendeiner Form mit negativer Reichweite beschäftigen wollen? Wer ist denn so doof? Okay, hast du nur ein Beispiel dazu? Also ich hatte jetzt mal mitbekommen, dass du irgendwie dann mal eine ganze Weile... Bevor du jetzt neben deinem Hotel warst du, glaube ich, irgendwo in einem Supermarkt. Ja, weil ich es nicht nutzen kann, sage ich ja gerade. Ich kann es nicht nutzen. Ja, aber haben die dadurch, dass du bei dem Supermarkt warst, irgendwie dann mal zu dir gesagt, hey, schön, dass du jetzt regelmäßig kommst. Seitdem du da bist, kommen jetzt so viel mehr Leute hier an, kaufen bei uns? Nee, aber da ist zum Beispiel so, das brauchen die mir nicht sagen, weil ich das auch so weiß. Ach so. Und das wissen auch die. Und da werde ich auch geduldet, zum Beispiel.
Ja, das verstehe ich allerdings auch nicht so ganz genau, ne? Dieser Beck, der ja wirklich Probleme hat durch Reinerle, der duldet den da. Also irgendwas hat Reinerle da in der Hinterhand. Vielleicht so ein Foto oder ein Video vom Besitzer, wer weiß, wer weiß. Ne? Das okay. Geht auch für den Bäcker. Ich werde da geduldet. Solange ich da keine Scheiß baue, werde ich da geduldet. Die kriegen zwar extrem viele schlechte Rezensionen durch diese ganzen Kritiker und Hater, aber auch speziell Hater kommen da sehr, sehr oft hin, weil die mir natürlich da denken, auf den Sack gehen zu können. Und das ist genau der Punkt, weißt du? Das ist genau das, was die wollen. Die Hater wollen mich hassen. Die Hater wollen mich angreifen. Und wenn die Ja, wir wollen dich hassen. Ja, ja, kann ich. Kann ich so bestätigen, Rainer, ne? Wir wollen dich hassen. Das hört sich so merkwürdig an. Rainer, man hasst dich einfach. Das hat auch irgendwie nichts mit Wollen zu tun, sondern eher, das ist so, das kommt mit der Zeit, wenn man dich ein bisschen länger verfolgt. Möglichkeiten dazu haben, dann fahren die auch gerne mal nach Hamburg oder nach Berlin oder eben in dem Fall nach Emskirchen. Die sind ja früher auch aus Hamburg. Rainer, das Schöne ist ja, die Hater sind überall. Du denkst ja immer, du wirst da von irgendwelchen Leuten durch die ganze Republik verfolgt, aber das sind halt einzelne Leute, die auch überall aktiv sind. Ist ja nicht so, dass dir einer da bändig hinterherläuft, sondern es sind halt mehrere Leute rein, oder die mal eben da und da wohnen. Ja, und deswegen wirst du halt auch überall erkannt und überall auch mal gefunden. Deshalb, Reinerle, deshalb. Und ja, manche Leute fahren auch ein paar Kilometer und machen dann Urlaub und nehmen, oder haben, besser gesagt, haben dann einen kleinen Besuch eingeplant mit einer kleinen Pilgerrunde. Aber in der Regel meistens nicht als Hauptthema, sondern da warst du eher so das Nebending, ne? Meistens hat man sich dann eher so getroffen und hat was zusammen gemacht und dann war Rainer da halt Nebensache. Was man halt nebenbei gemacht hat. Und Berlin kommt. Du dürft nicht unterschätzen, wie groß und wie stark die Macht ist hinter der Reichweite. Rainer. Meine Marke hat ungefähr. Rainer. Vielleicht ist ja auch die Macht und die Reichweite der Hater-Marken so groß. Du unterschätzt, glaube ich, auch die Reichweite und die Macht zum Beispiel von irgendwelchen Hatern. Nehmen wir mal die Eule gegen Mobbing. Inge, nehmen wir mal Mimon. Nehmen wir mal Ofenkäse oder ähnliches. Du glaubst zwar immer, das ist hier deine Reichweite und deine Macht, aber dem ist ja gar nicht so. Du wirst ja quasi nur am Leben gehalten durch das, was die Hater ja auch machen. Also das ist so ein bisschen... Ja, mir fehlt das richtige Wort dafür. Aber Rainer, du wirst einfach nur am Leben gehalten, jetzt noch durch die Hater. Alles, was du ja da machst, das hat ja keinen Mehrwert. Ich meine, du machst ja wie viel? Deine Lebensgrundlage, wie du sie ja immer genannt hast, die ist am Boden. Das bisschen TikTok-Geld, was du da bekommst, ja. Schön, schön für dich. Finde ich zwar auch immer noch zu viel. Alles, was du da bekommst, ist 1 Euro zu viel für den Rotz, den du da hinhaust und deine ganzen Lügengeschichten, die du ins Internet pfefferst. Das Schönste wäre halt, oder das Beste wäre halt auch für dich selber, ganz ehrlich, du würdest dich löschen und würdest halt komplett die Füße stillhalten und dir ein geordnetes Leben aufbauen. Denn ja, das tut dir ja auch alles nicht gut, körperlich und geistig nicht. Das siehst du natürlich nicht, denn du bist ja der große, starke Drachenlord. Du musst ja hier alle dominieren, wie du es ja in dem letzten Discord-League gesagt hast, in dem 4-Stunden-Ding, was wir gehört haben. Ich bin ja hier immer der dominante Mensch. Deswegen kann ich ja auch nicht klein beigeben. Und deswegen wird es halt auch nie aufhören, Reinalde. Und während du unten am Boden liegst, wortwörtlich sogar, und die letzten Cents da zusammenkratzt, werden halt die Hater auf der anderen Seite immer organisierter, immer, ich will nicht sagen mächtiger, aber
Die Reichweite der Hader wird halt auch immer besser. Überleg mal, der Christian Solmecke, der Rechtsanwalt, der beruft sich nicht irgendwie auf dich, also der redet nicht mit dir, der redet mit dem heiligen Ofenkäse und spricht den da in seinen Videos an und ähnliches. Nicht du, Reinalde, nicht du. Also, aber gut, das kannst du dir natürlich alles einreden und schönreden, aber wir wissen es besser. Wenn ich das mal grob schätze, meine Marke dürfte ungefähr einen Wert von 2 bis 3 Millionen haben. Ungefähr geschätzt. Okay. Boah, mein Problem ist, das Problem ist, ich kann sie nicht so nutzen, wie ich will. 2 bis 3 Millionen. Das Problem ist, ich kann sie nicht so nutzen, wie ich möchte. Das ist das Problem daran. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Das kannst du nicht ernst meinen. 2. Ey, nee, komm. Ich brauche mal eine Sekunde, glaube ich. Einfach nur der Hammer, der Typ. Keine Ahnung. Der muss doch, also den muss man auf seinen Geisteszustand überprüfen. Der ist doch nicht mehr richtig im Kopf. Bei dem Bäcker, dass sie dich da dulden. Das heißt ja, dass du noch, dass da Leute sind aus deiner Region, die hinter dir stehen, die dich unterstützen. So. Es gibt viele Leute, es gibt viel mehr Leute, die mich unterstützen, als viele glauben. Deswegen hast du ja auch immer die Nächte in den Streams teilweise draußen in der Sparkasse verbracht. Aber Tatsache ist halt auch, es ist halt immer sehr gefährlich mit mir. Mich zu unterstützen, ist eine sehr gefährliche Angelegenheit. Ja, ja. Vor allem für den eigenen Geruchssinn. Es gibt ja, glaube ich, ein Hotel, was das macht, ne? Das ist Astoria in Hamburg, glaube ich. Ist es nicht das, wo Udo Lindenberg wohnt? Udo Lindenberg wohnt im Atlantic Hotel in Hamburg. Keine Ahnung. Wo ist das? Astoria in Hamburg, glaube ich, ne? Wo da wohnt Udo Lindenberg? Da wohnt auch in einem Hotel. Keine Ahnung, wo der wohnt. Also ich weiß, dass der in einem Hotel wohnt, aber wo das ist, weiß ich nicht. Das ist das Atlantic Hotel in Hamburg von Udo Lindenberg. Atlantic, okay. Entschuldigung, ich wusste nur, dass es irgendwas mit A ist, weil da die auch immer die Aufzeichnungen machen für die ganzen Unplugged-Geschichten. Ja, genau, das ist Atlantic. Die Frage ist nur, ob die mich da dulden würden. Ich glaube, das Hotel kannst du dir nicht leisten, Reinalde. Du darfst nicht vergessen, ein Udo Lindenberg ist ein Udo Lindenberg und ich bin eben ich. Bei mir gelten bitte mal andere Regeln wie bei allen anderen, zumal das bei mir halt auch ein ganz anderer Sachverhalt ist. Bei Ihnen. Rainer, bitte vergleich dich nicht mit Udo Lindenberg. Bitte mach dieses Fass nicht auf. Udo Lindenberg ist ein absoluter Ehrenmann. Ein absoluter Ehrenmensch. Ne? Bester Mann. Kommen da mit Sicherheit auch mal Leute, die ihn nicht mögen, aber bei ihm werden, wenn überhaupt, Leute hinkommen, wobei er ist, mittlerweile ja bekannt ist, dass er da wohnt, wird sich da wohl kaum noch irgendwas tun in die Richtung. Oder zumindest bei weitem nicht so viel. Er war vielleicht mal eine Zeit lang, aber er hat sich irgendwann mit Sicherheit beruhigt. Aber jetzt ist es halt so bei mir, dass ich halt hauptsächlich diese ganzen Hater und Kritiker habe. Das ist aber auch, glaube ich, teuer, ne, wahrscheinlich, dieses Atlantic. Das ist ja, glaube ich, dann 5 Sterne, wenn der Udo Lindenberg da wohnt. Ja, das muss aber nicht zwingend teuer sein, deswegen. Also ich habe auch schon in 4- und 5-Sterne-Hotels gewohnt. Die haben mich auch nicht mehr gekostet als sonst woanders. Sicherlich hast du schon in 5-Sterne-Hotels genächtigt, Reinalde. Das wage ich stark zu bezweifeln. Ich habe tatsächlich mal geguckt, gerade spaßenshalber, die Suite von Udo Lindenberg kriegt man für 588 € pro Nacht oder man bucht sie für den ganzen Monat für 6.500 €. Ja, okay, die von Udo Lindenberg, da gibt es bestimmt auch. Also, da gibt es ja auch andere Zimmer, die haben das eine. Ja, Größe halt. Ne? Ja, aber das ist ja eine Suite, ich habe ja nicht vor, mir eine Suite zum Buchen. Also, ich würde ja, mir reicht ja ein ganz normales Hotelzimmer so. Falls sie sowas überhaupt haben. Es kann ja auch sein, dass die. Es gibt ja auch Hotels, die bieten gar keine Zimmer an, die bieten nur Suiten an. Und Suiten sind natürlich deutlich teurer. In Hannover zum Beispiel war ich auch in der Suite, die hat 109 € gekostet.
Das ist halt auch was ganz anderes. Ja. Aber da hatte ich keine große Wahl in Hamburg. In Hannover. Au. Naja, wie auch immer. Kommt jetzt nicht alles aufs selbe raus. Dann eigentlich so das schönste Hotel, wo du mal warst, also wo du gesagt hast, so, da war Ambiente gut, da war Essen gut. Das schönste Hotel, wo ich bisher war, das war das Pyramidenhotel in Nürnberg. Da brauche ich auch gar nicht bloß drüber nachdenken. Ich hab viele schöne Hotels gesehen. Es waren auch in Hamburg und in Berlin waren auch schöne Hotels. Es gibt auch in Hamburg ein richtig schönes Hotel, in Berlin meine ich. Aber das Schönste, wo ich bisher war, meiner Meinung nach, das ist in Nürnberg das Pyramidenhotel. Weil sowohl die Atmosphäre und alles drum und dran einfach stimmen. Und außerdem haben die auch eine schöne Sauna und alles. Das ist für mich ja immer sehr wichtig. Wobei ich auch sagen muss, in Herzogenaurach gibt es auch ein schönes Hotel. Aber das darf ich ja leider auch nicht mehr aufsuchen. Ja, Rainer, das stimmt. Ich überlege gerade, in welchem Hotel ich schon mal gewesen bin, was ich tatsächlich am schönsten fand. Ich war mal im... Oh, wie heißt denn das nochmal? Im West Inn war ich schon mal. Das ist das Hotel in der Elbphilharmonie. Die Zimmer waren jetzt okay. Das Ding lebt halt von seinem Ausblick. Ne? Das ist schon geil. Das muss ich sagen. Wenn du in der Elbphilharmonie oben im Zimmer bist, das hat schon was. Das ist schon mega. Aber ansonsten, ne, wie gesagt, bin ich halt eher so der Fan von Bett. Und ansonsten bin ich halt in der Stadt unterwegs. Au. 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 Pyramide, was damals so mit deiner Ex-Frau, Freundin, ne? Ex-Verlobte. Die Mona. Ich hab das nicht ganz verstanden. Also, die hat jetzt. Hat gesagt, ihr wart nie zusammen, aber die hat jetzt ist bei dir mitgefahren überall, aber ihr wart dann irgendwie doch nicht zusammen. Die wollte nur Kohlen. Wollte nur Geld. Eine richtige Beziehung, ich weiß nicht. Ich finde ja auch, dass es keine richtige Beziehung war, so wie wir zusammen waren. Wir hatten 7 oder 8 Mal Sex in der Zeit, wo wir zusammen waren, obwohl wir tagtäglich zusammen waren. Das war mir deutlich zu wenig. Ihr hat es irgendwie gereicht, obwohl sie dann zwischendurch auch was anderes behauptet hat, aber irgendwie dann, wenn ich Anstalten gemacht habe, mich immer weggeschoben hat, deswegen merkwürdig. Keine Ahnung. Ja, war bestimmt merkwürdig, dass sie diesen 250 Kilo Menschen nicht so wirklich befriedigen wollte. Und ich glaube sogar, diese 7 bis 8 Mal, von denen Rainer redet, sind 7 bis 8 Mal zu viel oder ausgedacht in seinem Kopf. So, die wollte ja immer so, ja, ich ein bisschen beim Bett ein bisschen rankuscheln. Die hat dann gesagt, nee, die ganze Zeit. Nee, das nicht. Das nicht. Das war nie ein Thema. Das Problem, was so einfach war, wir waren am Kuscheln, am Knutschen, am Rummachen. Und dann meinte sie plötzlich so, als ich angefangen habe, sie auszuziehen, meinte sie so plötzlich so, ja, nee. Wir müssen jetzt los und dann geht sie her und macht ja den Knopf wieder zu und Hose wieder zu und ja, keine Ahnung, komplett im Keim erstickt. Das Witzige ist bei ihr, das ist total schizophren manchmal gewesen, weil die manchmal einfach hergegangen ist und einfach im Nachhinein hat sie dann halt immer gesagt so, du machst immer große Sprüche so, aber dann passiert nichts. Und ich so, hä, wie bitte, da passiert nichts? Jedes Mal, wenn ich versuche, mich dir zu nähern oder so, oder wenn wir am Rummachen sind, blockst du mich ab und dann wunderst du dich, dass ich dann irgendwann keine Anstalten mehr mache. Also das kann ja auch nicht sein. Okay, also die wollte auch... Wie gesagt, Mona wollte halt tatsächlich nur Reinholds Geld vom Hausverkauf haben. Da gehe ich stark von aus. Und die hatte halt auch ihre körperlichen Grenzen.
Der Ekel überwindet nicht alles? Irgendwie sowas, ne, wahrscheinlich. Schon manchmal. Also ja, ab und zu schon, aber keine Ahnung, also wenn es an mir gegangen wäre, wäre deutlich mehr gegangen. Bitte? Wenn sie wollte, wolltest du dann nicht, oder? Doch, natürlich. Natürlich, ich habe ja kaum reingedurft bei ihr. Alles hat immer im Keim erstickt. Natürlich wollte ich. Ich meinte doch. Aber einmal war es halt so, dass wir gerade dabei waren. Ich war dann gerade fertig, aber wollte halt noch weitermachen. Wäre überhaupt kein Thema gewesen, war auch noch hart und alles. Und dann hat sie halt gemeint, was los ist, weil ich halt ein bisschen langsamer geworden ist, weil kennt man ja, wenn man fertig ist, dann ist es ja erstmal unangenehm kurz. Wird aber dann ja auch schon relativ schnell besser. Und dann kann es weitergehen, nächste Runde. Und dann hat sie halt einfach gemeint, ach so, du bist schon gekommen, naja, dann. Und hat dann einfach rausgezogen, ist aufgestanden, das war's. Und ich denke mir so, super, danke fürs Gespräch. Und er hat gesagt, wir können ruhig noch weitermachen, was ist denn los? So, nee. Ja. Also, ich denke nicht, dass Rainer das kleine Gurke da viel Ausdauer besitzt. Und auch nicht, dass die, wie hat er es genannt, dass sein Regenwurm zum Regenturm wird in Windeseile wieder, das bezweifle ich halt auch immer. Nee, ich denke nicht, dass sie da, dass Rainer der Groß die Mona befriedigen konnte. Ja, aber das war natürlich Monas Schuld, klar, sicherlich. Weil sie wollte ja nicht. Reinalde wäre bereit gewesen. Er war standhaft. Er wollte. Nur Mona. Nie. Nee, passt schon, ist okay. Und ich so, hä? Hm. Das ist jetzt kaputt. Ey, mittendrin aufhören und denken, hä? Das ist netzlos. Ja, das ist ja blöd. Ja, Rainer, überleg mal. Hast du da schon mal wieder an dir runtergesehen? Naja, mit dem Spiegel vielleicht. Hast mal gesehen, wie viel da rausguckt. Ja. Und wenn da so ein bisschen Glibber... warum fange ich jetzt damit an? Ich stelle mir das halt... Oder wäre ich eine Frau, würde ich mal behaupten, das ist nicht befriedigend. Außerdem ist so das Gesamtpaket alles, was da noch so dranhängt, nicht befriedigend. So vom Ästhetischen her, als auch wahrscheinlich so vom Optischen, also optisch ist ja, naja, was rede ich denn da? Bleiben wir einfach bei Reinalde, ist halt nicht der Adonis oder der Libido, ist schon spät, tut mir leid, es ist wirklich schon spät. Ich nehme dieses Video hier auf, sehr, sehr spät, weil ich von der Arbeit gekommen bin und dann noch babysitten musste. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt machst du noch dieses Video, aber ich merke auch gerade ein bisschen, wie mich das alles schon geschlaucht hat und jetzt nochmal einhaltet hören. Das kommt meinem armen kleinen Gehirn nicht mehr so gut. Also, wie gesagt, alles in allem, Rainer ist nicht so der große Gigolo und der Frauenbefriediger, wie er es sich eigentlich immer vorgestellt hat, sondern mehr so wie der Lord, ja, der Drachenlord. Ja, und das ist aber, das sind diese Aktionen, wo ich halt auch schon immer gesagt habe, das ist eine merkwürdige Aktion in meinen Augen gewesen. Und dann auch die Aussage halt, ja, zu mir, ich darf nicht Schatz zu ihr sagen und so weiter. Ja, das ist auch cool, also auch allein schon, also ich finde, wenn ich eine Freundin hätte und dann wird die bei irgendeinem anderen Typ da schlafen und da irgendwie hoch in ihr Zimmer. Die hat nicht beim anderen Typen geschlafen, die war bei dem anderen Typen im Zimmer am Abend auch schön besoffen. Passiert ist da, glaube ich, nichts. Also ich glaube nicht, dass da was passiert ist. Aber es ist halt ein komisches Gefühl, wenn du da in einem fremden Haus bei einem fremden Typen bist, der auch noch, von dem du auch noch weißt, dass sie verliebt, dass er in sie verliebt ist und du dann auch noch weißt, dass du nicht Schatz zu ihr sagen darfst, was sich denn darüber aufregt. Das ist halt schon ein heavy, heavy, krankes Gefühl auf jeden Fall. Zum einen, ich glaube ja immer noch, dass Mona dich ausnehmen wollte wie eine Weihnachtsgans. Zum anderen, Reinalde, wenn dir jemand sagt, er mag den Kosenamen Schatz nicht, warum auch immer, ich gehe mal einfach davon aus, dass er sich herabgewürdigt fühlt, ganz, ganz einfach.
dann hast du das auch zu respektieren. Entweder du kommst damit klar und redest mit demjenigen darüber oder schaffst es halt nicht. Na, aber dann ist halt vielleicht auch irgendwann Schluss mit der Beziehung, wenn man da nicht sich einigen kann. Aber ja, gut. Aber Rainer ist ja halt auch ein dominanter Mensch und ein Dickkopf. Und von daher war es dann ja auch irgendwann Schluss mit Mona, nachdem er vielleicht mal gemerkt hat, dass sie nur an sein Geld will. Die hat ja auch, nicht erlaubt, dann hochzukommen, oder wie war das? Oder du bist dann ich bin dann hochgegangen, weil ich ein komisches Geräusch gehört habe. Und ich habe mir halt gedacht, Wunder, was ist da jetzt passiert? Ne? Vielleicht fällt er gerade über sie her oder sonst was. Ich kannte den Typen ja nicht. Ja. Und dann ist ja das so gewesen, dass sie da einfach auf dem Bett gesessen war, eher oberkörperfrei, saß da und so. Und wir haben sich einfach unterhalten und ich denke mir halt so, okay, ne, ist jetzt oberkörperfrei, denke mir, leck mich am Arsch, Alter, was ist das jetzt für eine Scheiße? Sie sitzt aber vollkommen angezogen, einfach auf der Bettkante und hält sich mit ihm nebenbei Musik, die dabei die ganze Zeit Licht oben am Ding, was an- und ausgeht, mit verschiedenen Farben und so weiter, passend zur Musik, die spielt. Und ich denke mir so, Alter, ne, ich glaube, ich kriege einen Anfall. Denn Rainerle wäre gerne derjenige gewesen auf dem Bett mit Oberkörper frei und der Disco-Beleuchtung überall. Oh Mann, mach Party an, ne? Ja, so hat Rainerle sich ja auch damals schon gesehen als Benetic? Hieß sie Benetic? Ich glaube ja, ne? Benetic hat er ja mal in seinen Stream reingeholt, beziehungsweise in die Schanze reingeholt und hat versucht, bei ihr zu landen. Die war ja auch gut besoffen. An dem Tag hat aber auch direkt Rainerle gesagt, nein, das wird nichts. Es wird nichts laufen. Rainerle hat viele Anmachversuche gestartet, hat auch seine Party angemacht, aber er hat dann ja auch den Stream gestartet und man hat sofort gemerkt, nee, da wird nie was passieren. So oder so ähnlich stelle ich mir das auch vor mit Mona und ihrem Lover. Licht am Ding in verschiedenen Farben, das klingt geil. Ja, ich bin dann jedenfalls, sie haben dann auch beide gleich gemeint, ja, ich kann ruhig reinkommen und so, und habe ich mich kurz dazugestellt. Aber das war für mich dann so abartig und mir ist dann so schlecht geworden, auch von der Mucke und von den Farbenblitzendingern. Ich bin normalerweise niemand, dem schnell schlecht wird, aber das ist mir dann einfach zu viel geworden. Und dann bin ich einfach runter und habe mich dann wieder eine halbe Stunde was auf die Treppe gesetzt. Die ist aber nach wie vor nicht runtergekommen. Und dann habe ich mich für eine halbe Stunde oder was ins Auto gesetzt, weil ich mir gedacht habe, Alter, ich setze mich jetzt da nicht runter in dieses komische Zimmer da. Kenne den Typen nicht, weiß nicht, was hier für eine kranke Scheiße abgeht. Und habe mich dann für eine halbe Stunde oder was ins Auto gesetzt und bin dann da auch sogar eingeschlafen für eine halbe Stunde oder was. Und am Ende ist es dann aber so gewesen, dass sie dann plötzlich an die Fensterscheibe geklopft hat. Ich war ja auf der Beifahrerseite gesessen. Dann an die Fensterscheibe geklopft und gefragt, was los ist und so weiter und ob alles okay ist. Und war dann überraschend kuschelig drauf. Und dann haben wir auch gekuschelt und alles und sie war unglaublich süß im Vergleich zu sonst so. Also ganz anders, als ich sie normalerweise zu Gesicht bekommen habe. Und ja. Weil sie wahrscheinlich gedacht hat, ihre Geldquelle versiegt. Deswegen, Rainerle. Ja. Dann ist es irgendwie, weiß ich nicht, war eine ganz merkwürdige Story. Und dann haben wir uns auch unten ins Bett gelegt und halt auch geschlafen und alles, aber Brimstone will ich haben. Haben uns auch zusammen ins Bett gelegt, haben auch noch gekuschelt, auch noch ein wenig rumgefummelt, beziehungsweise ich an ihr, weil wir haben uns dann beide auf eine Matratze gelegt, zugedeckt und dann sie lag halt ganz dicht an mir. Gekuschelt und da habe ich halt ein bisschen an ihr rumgefummelt, so, aber mehr ist dann auch nicht gegangen, weil ich mir auch gedacht habe, weil ich dann noch gedacht habe, der Typ, weißt du, der ist in sich verliebt, so, ne, das ist sein Haus, ein bisschen Respekt und so, ne. Aber das ja, ist meine Freundin, aber, also hätte ich schon. Ja, ich weiß, dass es meine Freundin ist, aber ich habe vor sowas Respekt, weil die Sache nämlich die ist. Ich habe das schon gehabt, dass ich auf eine Frau stand, die bei mir übernachtet hat und in die ich verknallt war und die einen anderen Typen dabei gehabt hat und mit dem gefügelt hat in dem Zimmer, echt? Wo ich den Zimmer... Echt? Genau. Und ich fand das damals... In deinem Haus? In meinem Haus. Und ich fand das damals krank. Und ich fand das da... Also nicht sie jetzt, sondern eine andere, ne? Und ich in die verknallt war, die wusste das auch, aber die hatte halt einen anderen Typen, mit dem sie zusammen war. Und die haben halt bei mir übernachtet.
weil die in Nürnberg so auf ein Konzert wollten und die waren halt, halt aus Nürnberg. Die kannte ich halt von früher, von Musik und so. Und dann haben die halt bei mir übernachtet und haben dann auch da rumgerammelt. Und ich habe das halt auch mitgekriegt, weil ich dann halt auch im Zimmer war. Was hast du gehört? Und das hast fand ich. Gott. Gehört, nicht gesehen. Und ich fand das halt. Und ich fand das halt einfach krank, weißt du? Ich fand das einfach krank. Und genau deswegen habe ich das mit ihr nicht gemacht. Weil ich, ne, ich halte mich an meinen Vorsatz, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Klar, Reinalde. Du warst da mit im Zimmer, während da die Frau, mit der du dir mit der du heimlich etwas machen wolltest, also in der du heimlich verliebt warst, die dann aber einen anderen Typen hatte, mit der warst du im Zimmer und die haben dann miteinander rumgemacht, klar. Ist bestimmt so passiert, Reinalde. Und genau deswegen habe ich das nicht getan. Genau deswegen. Aber im Nachhinein habe ich mir auch gedacht, du bist eigentlich ganz schön bescheuert, hast es gemacht, Alter. Rainer, laut deiner Story, die du niedergeschrieben hast, warst du im Keller. Du warst im Keller von diesem Haus. Aber also, wie hätte er das mitkriegen sollen? Ich weiß auch gar nicht, ob sie es überhaupt zugelassen hätte. Ich meine, das Kuscheln und so war für sie gar kein Ding. Das war okay für sie. Aber ich glaube, mehr wäre da auch nicht gegangen. Mehr hätte die, glaube ich, gar nicht zugelassen. Nö. An dem Tag, an dem Abend. Ekel überwindet nicht alles. Obwohl sie gut betrunken war, auch noch dazu. Ja. Deswegen hat sie ja so gerade noch so. Nur Sex, wenn sie betrunken war? Nein, das war das einzige Mal, dass ich die betrunken gesehen habe. Okay. Also, wir haben beide eigentlich nicht viel Alkohol getrunken. Ab und zu mal ein bisschen was, aber nicht wirklich viel. Aber nochmal ganz kurz zu der anderen, die bei dir im Haus waren. Hast du durchs Schlüsselloch geguckt oder wie hast du das gesehen? Nein. Pass auf, die haben halt immer in dem einen Zimmer, die haben im Zimmer meiner Schwester geschlafen damals und da war die Zimmertür kaputt. Die Tür, die konnte man nicht ganz zumachen, das war denen aber scheißegal. Und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass die jetzt da rumvögeln, so. Die haben sich halt, die sind relativ spät am Abend angekommen und haben sich dann da hingelegt und haben dann da halt anscheinend miteinander rumgemacht. Ich habe halt nur gesehen, als ich dann vorbeigelaufen bin, weil die Tür halt so einen leichten Spalt offen war, dass die halt da nackig gelegen waren und irgendwie miteinander rumgemacht haben. Ich habe mir das aber nicht genau angeschaut, mir war das auch scheißegal. So scheißegal war es dir ja anscheinend nicht, Reinalde. Und wenn ich mich richtig erinnere, kann man gar nicht so einfach an der Tür deiner Schwester vorbeilaufen. Das war ja das, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, ist ja das Zimmer deiner Schwester das Hamsterzimmer, was dann später halt die armen Tiere nutzen durften. Und da kann man eigentlich gar nicht so einfach dran vorbeilaufen, also zufällig dran vorbeilaufen. Na, ich denke mal eher, da bist du dann schon mit Absicht vorbeigelaufen an diesem Zimmer. Aber naja. Ich bin dann da einfach dran vorbeigegangen, bin runtergegangen, hab was geholt und das war's dann für mich. Klar. Aber ich habe in meinem Leben generell viele solche Scheißsachen erlebt. Einer meiner besten Freunde, als ich 16 war, hatte meine Schwester zwei Freundinnen, die bei uns regelmäßig übernachtet haben. Und an der einen hatte ich total Interesse. Ich hatte voll Bock auf die. Ich habe dir sogar einen Liebesbrief geschrieben mit Herzchen und Röschen und Schokolade und so. Oh. Die sind ganz klischeehaft. Wie süß. Und der Witz daran ist, dass mein bester Freund damals, also mein damaliger bester Freund, war mit der dann, hat sich mit der gut verstanden und der hat an dem Tag auch bei mir übernachtet und bei meiner Schwester eben ihre Freundinnen. Die anderen zwei, also meine Schwester und die andere von den beiden, die waren immer zu dritt meistens dann, die sind dann zu zweit bei meiner Schwester im Zimmer gewesen und haben geschlafen oder sich unterhalten oder so, keine Ahnung. Und sie war noch bei uns unten und hat zugeschaut. Ich habe ein bisschen gezockt, weil wir haben meistens so Zockernächte gemacht. Und irgendwann haben die sich hinten auf die Matratze gelegt. Ich habe gedacht, die schlafen beide. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Ramona hatte zwei Freundinnen dabei, Rainer hatte einen Freund dabei. Ramona und eine Freundin war oben und haben geschlafen oder was auch immer. Die andere war unten bei Rainerle, seinem Freund und Rainer. Und anstatt sich mit ihr in irgendeiner Form zu unterhalten, hat Rainerle anscheinend alleine gezockt. Und die durften zugucken.
Beziehungsweise haben sich wahrscheinlich mit sich selber beschäftigt. Also miteinander beschäftigt. Ja, Reinerle, komisch, dass du diese heiß angebetete Frau oder dieses Mädel nicht für dich gewinnen konntest mit deinen Zockerkünsten. Hä? Hab ich irgendwas missverstanden oder so, ne? Also ich hätte, wenn ich da schon ihr auch Rosen oder Blumen, hat er gesagt, und Pralinen und einen Liebesbrief ihr geschickt hätte. Weiß ich nicht, vielleicht hätte man sich mal unterhalten sollen. Aber ich denke mal eher, sie wird gesagt haben, nee, Reinhard, hier läuft nichts, ich mag dich nicht. Also, sie wird wahrscheinlich nein gesagt, oder vielleicht hat sie nicht gesagt, ich mag dich nicht, aber nein, Reinhard, ich stehe nicht so auf dich. Ist keine Liebe da. Hab mir dabei nichts weiter gedacht. Und irgendwann fragt mein Kumpel so, alter Rainer, was ist denn los? Hast du mal ein Taschentuch? Und ich so, hä, was, wieso? Ja, weißt schon. Und ich so, nein, weiß ich nicht, was habt ihr gemacht? Irgendwas verschüttet oder was? Fast. Und dann hat's Klick gemacht und ich so, alter, das ist jetzt nicht dein scheiß Ernst, oder? Da hat er einfach mal, hat ihm einfach mal einen runtergeholt. Während die hinter mir, man muss es so verstehen, dass mein Sofa war mitten im Raum als Raumtrainer gestanden und hinterm Sofa war quasi die Matratze gelegen, beziehungsweise das war keine Matratze, das war so ein Feldbett, aber mit Matratze halt, also war echt bequemes Teil. Und darauf haben die dann gepennt quasi und ich habe gedacht, die schlafen, dabei hat die jemand runtergeholt. Also vorne sozusagen gezockt und dahinter haben die einfach da runtergeholt. War da noch mehr ja. drin oder? So, einfach mal. Nee, in meinem Raum waren wir zu zweit. Wird schon so passiert sein, Reinhold. Klar. Also zu dritt in dem Fall. Mhm. Ja, und dann hat die ihm halt einen hinten runtergeholt. Ja, das sind so kleine Geschichten, Alter. Ja, ja. Grenzwertig. Die sind alle in deinem Kopf. Das geht aber tatsächlich noch härter. Ah, es geht noch härter. Eine andere Story, die mir mal passiert ist. Ja, klar. Erzähl. Auf dem Festival. Nicht auf dem Festival, auf dem Kirchner Kirchweih war das. Ja. Vor zig Jahren. Da haben wir uns, da habe ich auch eine gehabt, mit der ich, an der ich voll Interesse hatte und die wusste das. Sie aber war in meinen besten Freund verschossen. Das ist ein anderer gewesen. So, ich war immer für sie da. Ich habe alles für sie gemacht. Ich habe ihr Geld gegeben, wenn sie was gebraucht hat, und das war öfter mal der Fall bei ihr. Ich habe sie wohin gefahren, wenn das irgendwas war. Nee, nicht hingefahren, Quatsch, das ging ja gar nicht. Ich habe damals noch keinen Führerschein gehabt. Ach so, ja. Wie war denn das? Ach ja, genau. Sie hat Rainer, überleg dir deine Lügen besser gut. Bei mir übernachtet, wenn irgendwas war. Ja, auch bei mir im Zimmer übernachtet und so, aber hat mich dann sich reingelassen, so. Ach so, ja. Obwohl du sie bei dir hast übernachten lassen, das ist ja fies. Also das ist ja gemein. Also hätte ja zumindest mal hier, ne, kurz. Ja, dass du da mal ganz kurz rein durftest. Aber nicht mal das. Also das ist ja gemein, Rainer. Verstehe ich überhaupt nicht. Du ekelhafter, also wirklich. Rainer, es ist doch deine freie Entscheidung, wie du mit anderen Menschen umgehst. Aber du darfst doch jetzt hier, weil du nett zu jemandem bist, nicht erwarten, dass er dir dafür irgendwie einen Mitleidsfick schickt oder so. Oder halt, ja, Rainer, du warst ja jetzt voll nett zu mir. Du hast mir ja sogar Geld gegeben. Ja, dann kann ich ja mal... Sag mal, was hast du eigentlich für Vorstellungen? Genau, und an dem Tag war es auch so, wir waren bei mir auf der Kirche bei Nimskirchen. Und die war die ganze Zeit bei mir und so. Und hat auch gemeint, ja, heute Abend und so, machen wir mal und schauen wir mal, ob vielleicht doch irgendwie, ne, sie mag mich ja auch sehr gerne und so. Hey. Ich habe auch gemerkt, dass die mich halt sehr mag, aber halt eben, ne, Gefühle und so waren halt nicht ganz so der Fall. Also, und sie wusste halt aber, und sie wusste Friend aber halt auch so, bitte? So also Friendzone, also wie genau, gefriendzoned. Genau, gefriendzoned. Das heißt gefriendzoned, ja, Rainer, die wollte nichts von dir. Wollte halt nur Freundschaft. Verstehe ich jetzt nicht so das Problem. Wenn du damit nicht klarkommst, Rainer, ist das dein eigenes Problem. Ja? Wenn sie nicht dieselben Gefühle hat für dich, dann kannst du das ja nicht erzwingen. Auch wenn du noch so nett sein willst. Friendzone war ich bei der. Und bei der war es dann aber so, die wollte halt, an dem Tag hat sie gesagt, heute Abend möchte sie so. Und
Mein Kumpel, der hatte eigentlich eine Freundin. Der war auch an der eigentlich gar nicht interessiert. Klar. So. Aber die hat dann ordentlich was getrunken gehabt an dem Tag. Und da hat Rainer eigentlich seine Chance gesehen. Das war auch echt ein Hübsche. Also das war ein richtig schönes Mädel auch. Es war so ein typisches Mädel, die nicht von der Bettkante stößt, wie man so schön sagt, ne? Und dann war es ja so, dass sie ihm, die war die ganze Zeit bei mir und dann waren sie war er aber im Bierzelt und dann wollte sie aufs Klo. Ich habe dann am Klo gewartet, aber sie kam nicht raus. So, und dann hat sich herausgestellt, sie ist zwar rausgegangen, aber hat nicht mich angesprochen, sondern sie hat ihn gesehen, weil ich war ein bisschen abseits gestanden. Sie hat nicht mich, also sie wusste, wo ich stehe, aber sie ist an mir vorbeigelaufen, ohne dass ich es bemerkt habe, weil ich auf dem Handy geschaut habe oder so. Weil sie ihn gesehen hat, wie er ins Quack gegangen ist. Das gab mal so ein zusätzliches Bierzelt, das ist das Quack gewesen. Und da ist halt oft noch mal auch ein bisschen was gegangen. Und saufen und alles. Und da ist halt er gerade reingegangen und sie hat es gesehen. Dann ist sie ihm hinterhergelaufen. Und dann habe ich die eine Viertelstunde nicht mehr gefunden, geschrieben und alles und habe Panik gehabt, was ist los und so, ne? Mich umgeschaut und hat irgendein Kumpel gemeint, ey, suchst du sie? Also, ne, Name sage ich jetzt nicht. Suchst du die? Und so. Ja, klar, hast du sie gesehen? Wo ist denn die? Ich habe gedacht, die ist am Klo, aber die ist wohl schon wieder raus, hat ihr Freundin gesagt. Weil ihr Freundin ist ja auch über den Weg gelaufen gewesen. Und die ist vorhin mit dem da drüben lang. Also wie da drüben lang? Dann zeigt er so diesen Weg da an den Klohäuschen vorbei. Hinter Richtung Wasserstandshäuschen so. Und ich so, was war die denn da? Dann bin ich da hinterher gelaufen und hab mich da umgeschaut. Niemanden gesehen, auch mal gerufen und so, auch nichts gewesen so. Und dann habe ich mich an die Bank gesetzt und überlegt, was mache ich denn jetzt? Habe auf mein Handy geschaut. Auf einmal habe ich irgendein komisches Geräusch gehört und denke mir so, okay, irgendwelche Jugendlichen oder halt irgendwelche Leute, die da gerade am Vögeln sind, so besoffen oder irgendwas auch noch im Idealfall. Haben wir ein bisschen genauer hingeschaut und so. Auf einmal höre ich eine Stimme, die sagt, die hat irgendwann, ich sag jetzt nicht, ich will jetzt nicht wiederholen, was sie gesagt hat. Jedenfalls hatte ich halt ein bisschen was erzählt so und gestöhnt dabei und alles. Und ich so, oh fuck, Alter, das ist jetzt nicht dein Scheiß ernst, ne? Ja, dann gehe ich so ein bisschen näher hin. Handylampe auf einen Schlag angemacht und leuchte voll drauf, wie der ihr gerade voll auf die Tür stürzt. Boah. Und auch schön vorher rausgezogen, ne? Also war auch in ihr und alles, ne? Ja, klar. Und das war damals so, ich hatte sie ja geliebt und so, und sie war ja, sie wusste ja, dass ich noch keine Freundin hatte und so, und dass ich mich eigentlich auch aufheben wollte für eine, die... Ja, und du warst ja auch so voll nett zu ihr, Rainer. Du warst ja so nett. Also, das ist voll fies, ne? Eigentlich ist das richtig gemein, dass sie dich da nicht rangenommen hat. Das ist eigentlich voll fies. Du hast Vorstellungen, ey. Die ich halt ganz besonders finde. Und das war für mich damals eben auch sie. Und sie hatte eigentlich mit mir abgemacht, dass wir es abends mal versuchen, weil sie mich ja auch sehr mag und hat gemeint, vielleicht ist es besser, wenn wir uns zusammen... Wenn wir es doch mal versuchen mit einer Beziehung und so und das heute Abend noch mal besprechen und heute Abend... Na, so ein Mitleidsding. Von wegen, Rainer, komm. Also so viel von deiner Geschichte ist halt so ganz merkwürdig. Ganz, ganz merkwürdig. Abend auch mal versuchen, ob wir miteinander schlafen, weil sie hat schon ein bisschen Erfahrung gehabt. Sie hatte schon einen Freund vorher gehabt. 2 Jahre lang, wo ich dann 2 Jahre lang darauf gewartet habe, dass sie wieder Single wird. Wollen wir es mal versuchen mit einer Beziehung? Ach ja, können wir mal versuchen. Und wollen wir auch miteinander schlafen? Weiß nicht. Vielleicht, ja. Merkst du eigentlich noch was, Rainer? Ja, und dann die Aktion. Das Geile daran war dann, dass mein Kumpel sie ja nicht bei sich schlafen lassen konnte. Erstens mal waren denn seine Eltern nicht so und zweitens mal hatte der ja eine Freundin. Das heißt, er konnte sie nicht mit nach Hause nehmen. Ja. So. Jetzt und sie hatte kein Zuhause, oder was? Mir übernachten wollen, obwohl die mit ihm in der Kiste war. Ja.
Ja, das war mir dann aber echt zu viel. Das ging dann für mich gar nicht so. Und ach, da war Schluss, ne? Ich bin dann auch gegangen. Ich bin dann auch gegangen und ja, die hat dann die ist dann doch noch zu uns gekommen, aber ich habe sie halt nicht reingelassen. Ich hatte so meine kleine, Bude, in der ich jetzt geschlafen habe. Und die hat dann halt am Haus geklingelt und meine Schwester hat sie reingelassen und die hat dann halt in meinem Zimmer geschlafen. In meinem Bett, wohlgemerkt. Und ja, also, ja, das war die ganze Story dann dahinter. Wenn das wirklich wahr ist, Rainer Lim, dann, ja gut, war es tatsächlich ganz witzig, finde ich. War eine schöne kleine Story. Und ich habe halt in meinem kleinen Wohnzimmer sozusagen geschlafen, was ich da hatte. Und habe dann, ich habe die danach auch abgesägt. Ich habe danach... Abgesägt. Du hattest doch nie was mit ihr. Ihr wart doch gar nicht zusammen. Du kannst sie nicht absägen. Alles, was du ihr kündigen kannst, ist die Freundschaft. Das ist doch alles. Abgesägt, ey. Ich wollte ja nichts mehr wissen. Das war auch eine Sache, die ihr dann extrem nahe gegangen ist. Hat dir leid getan? Nein. Du hast mir nicht zugehört. Das ist eine Sache, die ihr dann sehr nahe gegangen ist. Die ist dann ihr sehr nahe gegangen, die Sache, weil ich dann nichts mehr von ihr wissen wollte und ich war ja aber immer der Typ, der für sie da war. Weißt du, egal was passiert ist, ich war der Typ, der für sie da war. Ich war der Typ, der ihr geholfen hat, wenn sie kein Geld mehr hatte. Ich war der Typ, der sie abgeholt hat. Ich war der Typ, der mit ihr irgendwo hingefahren ist. Ich war der Typ, der für sie immer da war, der alles für sie getan hat. Ich war im Prinzip ihr Freund, ohne halt ran zu dürfen, ohne halt ihr Freund zu sein. Und sie geht quasi indirekt fremd mit einem anderen Typen, während sie noch zu mir gesagt hat, am selben Tag noch mit mir besprochen hat. Sie geht fremd. Rainer, ihr wart in keiner verdammten Beziehung. Ihr hattet eine Freundschaft. Verstehst du den Unterschied? Man kann auch mit anderen Menschen, auch des anderen Geschlechts, Rainer, kann man eine Freundschaft pflegen. Dass du jetzt mehr wolltest, das ist halt dein eigenes verdammtes Problem, mein Lieber. Wenn sie dir sagt, nee, läuft nichts, Rainer, für die Gefühle habe ich nicht für dich, dann musst du damit leben. Dann musst du entweder damit klarkommen oder, wie du es ja schon so schön gesagt hast, musst du sie absägen, also ihr die Freundschaft kündigen, wenn du das nicht schaffst. Ja, aber das ist halt dein Problem. Dass sie eigentlich mit mir abends in die Kiste wollte und eine Beziehung versuchen wollte und so weiter. Ja, und genau sicher. In dem Moment schläft sie mit meinem besten Freund. Danke für das Gespräch. Hat dich doch nur benutzt. Natürlich hat die mich nur benutzt. Und danach habe ich die ja auch fallen lassen. Danach war es ein für alle. Das war halt so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist Schluss. An dem Punkt ist bis hierhin und nicht weiter. Und wahrscheinlich zählt Rainer die sogar noch auf bei seinen Ex-Freundinnen oder ähnliches. Ich hatte ja schon so und so viele Freundinnen. Jemand, weißt du, ich bin jemand, mit dem kann man wirklich viel Scheiße bauen. Ich bin jemand, der alles für andere macht. So, auch ohne nachzufragen, auch ohne eine Gegenleistung zu wollen. Nein. Rainerle ist immer nur auf den eigenen Vorteil aus. Habt ihr ja auch gerade, allein diese Geschichte hat es gezeigt. Ne? Rainerle wollte einfach nur an die süße Kös. Um mal Simpson-Sprache zu nutzen. Rainerle hat diese ganzen Sachen doch nur gemacht, weil er mit ihr in die Kiste wollte. Hat er doch gerade selber gesagt. Von wegen, ich erwarte keine Gegenleistung. Nee, das stimmt nicht. Das stimmt einfach so nicht. Aber irgendwann, wenn ich immer nur ausgenutzt werde und ich merke halt, es kommt gar nichts zurück, ja, dann war es das auch bei mir irgendwann. Und das dauert zwar extrem lange, aber wenn du es bei mir verkackt hast, dann hast du es richtig verkackt. Weil dann hast du für den Rest deines Lebens bei mir verschissen. Da kannst du dich dann so oft entschuldigen, wie du willst. Da kannst du machen, was du willst. Da kannst du mir 1 Million Euro vor die Füße schmeißen. Ich latsch drüber und interessiere mich nicht dafür. Das geht mir alles am Arsch vorbei. Tatsächlich. Ja, aber wenn Rainerle mal einen Fehler macht, möchte er ja sofort Absolution haben. Ich habe mich doch entschuldigt. Ich habe mich doch entschuldigt, schon 1000 Mal entschuldigt. Aber wenn andere hier das ausnutzen, was ich hier mache, die sind für mich gestorben, ein Leben lang. Ja, Rainer.
hat mich die auch vor einem halben Jahr angeschrieben, also vom viertelhalben Jahr. Oder hat, was heißt angeschrieben, ne? Die hat versucht, mich anzuschreiben. Ich habe die dann blockiert und danach hat sie mich beim Rewe, beim Backup gefangen. Und hat gemeint, ja, sie hat versucht, mir zu schreiben und so weiter. Habe ich gesagt, ja, ich habe gesehen, dass du mir geschrieben hast, was willst du? Hat sie gemeint, ja, pass auf, du weißt ja, ich bin, die inzwischen ist die verheiratet, hat zwei Kinder. Du weißt ja, ich bin verheiratet und so und alles, aber ich habe, ich hätte einen Platz für dich zum Schlafen und so, habe ich gesagt, du interessiert mich nicht, ich bin fertig mit dir. Ich dachte, das weißt du, ich dachte, das ist durch. Jetzt fängst du. Ja. Ach du meine Güte. Mit dem Scheiß an und dann bin ich auch gegangen. Also das ist so eine, weißt du, es gibt so einen bestimmten Punkt bei mir, wenn du es bei mir verkackt hast, dann ist es halt wirklich, da gibt es kein Zurück mehr. Hm. Und deswegen, Rennelde, bist du da, wo du bist. Da gibt es kein Zurück mehr. Es wird für mich, da gehe ich lieber drauf. Da habe ich einfach einen eigenen Stolz. Darüber hinaus geht es nicht. Prinzipientreue. Ja, das ist übrigens bei meiner Mutter und meiner Schwester genau dasselbe. Also würden die jetzt angeschissen kommen? Nee, das ist vorbei. Das Thema ist durch. Für mich ist das den Rest meines Lebens, wird das nicht, da würde nichts mehr passieren. Da bin ich wie mein Vater. Es dauert lange. So langsam verstehe ich, warum Rita da irgendwie nichts mehr mit Rudi zu tun haben wollte, dann, wenn du genau wie dein Vater bist. Was? Auch wenn die sich bei dir entschuldigen würden, also ehrlich gesagt. Hab ich doch gesagt. Außerdem war Ramona ja schon mal da und hat Rainerle ihm seine Tochter, also Rainerles Nichte, wollte sie ihm ja vorstellen, kurz nach der Geburt. Und ja, Rainer hat sie vom Hof gejagt. Ja. Also das scheint ja zu stimmen, was er so sagt. Aber dann geh halt unter, Rainerle. Dann geh halt einsam und alleine unter und ja, werd glücklich da, solo. Hab ich doch gerade gesagt. Hm. Es gibt kein Zurück. Wenn es dauert wirklich lange bei mir, aber wenn du es verkackt hast bei mir, dann ist vorbei. Dann kannst du der heiligste Mensch der Welt sein. Dann ist vorbei. Da gibt es keine. Ich gebe echt viele Chancen und ich bin jemand, mit dem du viel Scheiße bauen kannst und ich bin auch jemand, der viel Scheiße zulässt und auch sich viel ausnutzen lässt. Aber wenn du es wirklich verkackst, und das ist fast unmöglich bei mir, aber wenn du es verkackst, dann ist vorbei. Tja. Was ist denn eigentlich genau passiert mit deiner... Sagt der Typ mit mindestens 40.000 Hatern. Oder noch mehr sogar. 100.000. Ich habe irgendwie mal gehört, die hat mal auf Facebook geschrieben, also ich weiß, natürlich fies über dich so irgendwie, du hast irgendwie sie allein gelassen, irgendwie deine Mutter und sie selber. Ich habe meine Mutter an Scheiß allein gelassen. Die sind abgekaut, nicht ich. Die sind abgekaut, die haben alles im Stich gelassen. So mäßig... Die sind mehr geflüchtet, würde ich mal behaupten. Die haben an Scheiß habe ich vergrault. Die haben meine kranke Großmutter im Stich gelassen. Ich habe damals Karten für Wacken gehabt. Und mein Vater hat zu mir noch gesagt, pass auf, egal was passiert, nutz das auf jeden Fall, du willst es ja schon ewig machen. Und so weiter und so fort. Und mein Vater war zu dem Zeitpunkt ja schon einen Monat tot. Und meine Mutter und ich bin auch immer arbeiten gegangen und habe meinen ganzen Scheiß gemacht und habe die ganze Scheiße auch immer durchmachen müssen. Meine Mutter hat zu dem Zeitpunkt schon einen anderen Typen gehabt, weil die war in der Nacht, wo mein Vater gestorben ist, ist die ja beim anderen Typen gewesen. So. Und lauter solche Scheiße, weißt du? Und ich bin dann hergegangen und hab die ganze Scheiße machen dürfen, habe mich um den Hund kümmern dürfen und den ganzen Mist. Und ich habe dann einfach gesagt, weißt du was? Nein. Sehe ich einfach nicht ein. Und ich gehe da jetzt hin. Der Papa hat auch gesagt, ich soll das machen, egal was passiert. Und alles. Und dann bin ich da auch hingegangen und habe das auch durchgezogen, bin dann aufs Festival gegangen. Ich habe auch schon Leute gehabt, die gesagt haben, du bist bescheuert, warum machst du sowas? Aber ich habe es ihm halt auch versprochen und dann habe ich es halt auch durchgezogen. Außerdem, ach so, deswegen hast du es gemacht, weil du ihm versprochen hast. Klar, Rainer, denn nicht aus Eigennutz. Ja. Das ist halt auch nochmal so eine Nummer für sich gewesen. Das ist auf jeden Fall am Ende so, ist auch auf jeden Fall am Ende so gewesen. Ich habe meine Mutter, das ist alles nicht der Punkt, darum geht's nicht. Worum es geht ist, die Großmutter, die ist ja im Bettlägerisch gewesen, ne? Die konnte nicht alleine aufstehen. Die hatte einen Pflegedienst, der morgens und abends gekommen ist und so weiter und so fort. Was meine Mutter nicht gemacht hat, ich habe ihr gesagt, pass auf,
Du weißt, ich bin jetzt für ein Wochenende auf Wacken. Du musst dich um die Oma kümmern. Ich kann die morgens nicht rausheben, ich kann morgens nichts machen, ich bin nicht da. Und sie, ja, mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich. So, weißt du, wie oft die in der Zeit, wo ich weg war, da war in den 3 Tagen? Einmal für 10 Minuten, 20 Minuten hat irgendwas geholt und ist wieder abgehauen. Das habe ich im Nachhinein erfahren, weil die Nachbarschaft darauf aufgepasst hat, meine Nachbarin und so weiter, die haben darauf geachtet, weil ich das denen schon aus Sicherheitsgründen im Vorfeld gesagt habe. Und deswegen wussten die das. Und, der Pflegedienst ist zu dem Zeitpunkt 3-mal am Tag gekommen, weil ich denen gesagt habe, passt auf, fahr da mal 3-mal am Tag hin, kommt mal früh, mittags und abends, dafür ist Wochenende, weil ich bin nicht da. Die meint, ja, alles gut, ich weiß Bescheid, ich kümmere mich drum. War auch der Pflegedienst da, oder? Der Pflegedienst ist 3-mal am Tag gekommen, frühs und abends eigentlich bloß. Ja, gut. Ich meine, die eigene Großmutter da allein in diesem Haus zu lassen, während man auf Wacken fährt. Ja, muss man schon ein besonderer Mensch für sein. Naja gut, ich will Reinhold jetzt an diesem Punkt auch gar nicht so sehr und stark kritisieren. Er war relativ jung. Der Vater ist 1 Monat tot. Ja. Er war wahrscheinlich völlig überfordert mit allem. Er musste ja sich ja plötzlich ja da auch um Sachen kümmern, von denen er überhaupt keine Ahnung hat. Das hätte man besser lösen können, würde ich mal behaupten. So im Allgemeinen hätte man das besser lösen können. Aber wir kennen ja auch Reinhards Temperament und er ist ja so dominant und hat so einen Dickkopf und ähnliches. Und wenn er halt damals auch schon diesen ganz besonderen Charakter hatte, dann kann ich mir gut vorstellen, dass halt niemand irgendwas mit ihm zu tun haben wollte, nicht mal seine eigene Mutter. Ja. Los, und an dem Wochenende 3-mal. Und meine Mutter haben die nie angetroffen. Nie, nicht ein einziges Mal. Das ganze Wochenende. War diese Mutter die Mutter von deiner Mutter oder von deinem Vater? Von meinem Vater. Okay. Aber das spielt doch keine Rolle, oder? Es kann sein, er kann vielleicht sein, also ich kenne das so Schwiegermütter, Eltern, dass die vielleicht nicht ausstehen konnte. Kann das sein, dass die auch das schon. Das hat damit nichts zu tun. Meine Mutter hat die Pflege gehabt von meiner Oma und die hat sich darum zu kümmern. Punkt. Da gibt es kein Wenn und Aber. Meine Mutter wollte das übernehmen, die hat es übernommen und hat aber nichts gemacht am Ende. Sowas gibt es bei mir nicht. Entweder man kümmert sich um das oder nicht. Verantwortungsbewusstsein nennt sich. Oder man fährt halt auf Wacken. Ist sowas auch als erwachsener Mensch. Dann wird sie ja auch Pflegegeld und so. Du wolltest das Haus haben, Reinerle, also hättest du dich auch drum kümmern müssen. Aber, ja. Gekriegt haben, das gehört sich aber natürlich, gar nicht. Natürlich, alles stark gewesen. Aber das ist halt alles, da ist halt alles nichts passiert. Oh, darf ich da mal eine ganz kurze Zwischenfrage stellen? Ich habe ja schon und meine Mutter ist. Ja, eine Sekunde noch. Und du hast recht, meine Mutter ist abgehauen, weil ich sie angeblich vergrault habe. Aber weißt du, warum ich sie vergrault habe? Weil ich sie zur Rede gestellt habe, was das soll. Was dieses Verhalten soll. Was diese Scheiße soll. Und das hat sie als, ich habe dich vergrault hingestellt am Ende. Hat sie bei mehreren Leuten gemacht. Ah, okay. Also. Das war dieses, ich habe dich vergrault. Ja, einen Scheiß habe ich dich vergrault. Hättet ihr die Scheiße durchgezogen. Ich bin im Haus geblieben. Ich habe die ganze Scheiße alleine geschüttelt. Ich habe die Oma in die Pflege geben müssen, weil ich konnte mich ich war 22. Ich konnte mich dann um die Oma kümmern, mein Privatleben und auch noch mein Berufsleben, wo ich damals 12 Stunden oder was am Tag gearbeitet habe. Das hat nicht funktioniert. Wie hätte ich das machen sollen mit 22? Und allein da schon wieder. Reinerle hat 12 Stunden am Tag gearbeitet. Ja, na klar, Rainer. Sicherlich, sicherlich. Hättest du einfach gesagt, ich hatte einen ganz normalen Schichtdienst oder so, aber sag doch nicht, du hast 12 Stunden gearbeitet. Mann, warum musst du denn immer so übertreiben? Warum? 20. Okay. Ne? Oh, Leute, nehmt das doch nicht so hin. Könnt ihr nicht einfach auch mal ein bisschen kritischer sein? Noch ein Hund gehabt, Enten. Wir hatten noch. Rainer, du hast dich nicht ein verdammten. Also, du hast dich nicht um den Hund gekümmert. Das hat auch der Pflegedienst gemacht. Hast du ja selber
in deinem Podcast, hast du es ja erzählt. Und wir hatten Hühner, wir hatten Tauben, wir hatten Katzen, ja, um alle. Und die sind alle entweder gestorben oder geflüchtet. Das mussten wir uns kümmern. Und um all das musste ich mich kümmern. So, klar. Hat sich deine Oma dann nicht auch beschwert? Also bei deiner Mutter dann? Dass sie meine Oma ist. Kann sich nicht beschweren. Meine Oma war bettlägerisch, die war weg. Die gab es nicht mehr. Die ist geistig, war die schon im Nirvana. Ach, die war schon halb tot. Okay. Und vom geistigen Stil her war die war im Nirvana. Ich habe die auch, das muss ich sagen, finde ich eigentlich eine Schande, aber ich habe die tatsächlich nie besucht. In diesem Heim. Ich habe die nie besucht, ich konnte das nicht. Ich habe schon Probleme damit gehabt, meinen Vater zu besuchen im Krankenhaus. Und ja, übrigens hat er da ja auch mit seinem Vater telefoniert und der hat ihn ja auch gefragt, Reinerle, warum kommst du mich nicht mal besuchen? Was schon hart ist, ne? Wenn der eigene Vater das fragen muss. Und meine Oma, die ist für mich ja schon vor Jahren eigentlich von uns gegangen gewesen. Hm. Und ich habe das nicht geschafft, die mehr zu besuchen. Ich habe das einfach, das habe ich nicht mehr über Satz gebracht. Das war für mich einfach, das konnte ich nicht mehr. Ja, war bestimmt hart für dich, Reinerle. War sicherlich richtig, richtig hart für dich. Dass dein Vater alleine im Krankenhaus gestorben ist und dass deine Oma alleine gestorben ist in diesem Altersheim, das war richtig hart für dich, ne? Ja. Dass da Menschen gewesen sind, die mal jemanden gebraucht hätten, der neben ihm ist. Einfach nur mal da sein. Ja, das war bestimmt richtig hart für dich, Reinerle. Das stelle ich mir richtig hart vor, ja. Dass du da nicht die Kraft aufgebracht hast, du Ekelhafter. Mann, ey. Auch weil sie mich dann immer beim Namen von meinem Vater genannt hat, wenn sie mich mal, wenn ich mal bei der war. Das habe ich auch nicht gepackt. Jetzt verwechselt, okay. Ja, genau. Ja, geistige Verwirrung halt. Und das ist halt so eine Sache, das ging halt erst recht nicht. Vor allem in der ersten Zeit halt nicht. Nein, in den ersten ein, zwei Jahren ging das gar nicht. Später bin ich dann besser mit sowas klargekommen, aber in der ersten Zeit, das ging absolut gar nicht. Nochmal, war das, also ehrlich gesagt, war das jetzt so schlimm, dass deine Mutter nicht da war, die 3 Tage? Also ich kenne mich nicht aus mit alten Leuten und Pflegen, aber wenn die da jetzt so im Bett chillen... Oma wurde früh rausgesetzt und abends wieder reingesetzt ins Bett und war ansonsten den ganzen Tag auf dem Stuhl. Die hatte Windeln an und so weiter und so fort. Die hat nichts zu essen gekriegt, die hat nichts zu trinken gekriegt, außer das, was ihr die Pflegerin früh hingestellt hat. Und in irgendwelch... Also wo war jetzt der Unterschied, Reinerle, während du da gewesen bist oder halt nicht da gewesen bist? Was wäre anders gewesen? Du sagst ja selber, du hast 12 Stunden gearbeitet am Tag. Das heißt, ich gehe ja davon aus, dass es tagsüber gewesen ist. Die Oma wurde halt vom Pflegedienst aus dem Bett gebracht, dann vor den Fernseher gesetzt oder wo auch immer hin und dann abends wieder ins Bett gebracht. Und du bist dann halt irgendwann mal reingeschneit. Inwiefern hat deine Abwesenheit, dass du auf Wacken gewesen bist, irgendetwas an dieser Situation geändert? Der Pflegedienst ist sogar einmal mehr gekommen, mittags. Ja, toll. Na, irgendwie hinkt deine Geschichte, Reinerle. Geschichte ist das richtige Wort. Ist eine ausgedacht. Naja, nicht ganz. Das mit der Oma stimmt ja. Aber dass Reinerle hier sich wieder als Opfer darstellt, als armes, armes, kleines Opferlamm, das ist schon hart. Hat nichts zu Mittag gekriegt, hat nichts zu Abendessen gekriegt und so weiter. Meine Schwester war nicht da, meine Mutter war nicht da. Was ist das wohl? Ist das schlimm? Ja, würde ich schon sagen. Okay. Deine Schwester, die konnte nicht aufpassen? Hatte die was zu tun? Arbeit oder Schule? Oder? Von wegen. Die war arbeitslos. Die hat nichts gemacht, hat die. Angefangen zu arbeiten hat meine Schwester erst, nachdem sie ihren Mann kennengelernt hat. Beziehungsweise nachdem sie ihren damaligen Freund kennengelernt hat. Dann hat sie angefangen zu arbeiten. Nicht davor und nicht danach. Und? Also danach weiß ich es nicht, aber davor hat sie auf jeden Fall nicht gearbeitet. War das wenigstens ein anständiger Typ, ihr Freund? Ich habe keine Ahnung. Ich habe eben nicht wirklich viel zu tun gehabt mehr am Ende. Okay. Darf ich da mal eine ganz kurze Anfängerfrage stellen? Mhm. Du hattest letztens in einem TikTok-Stream gesagt, dass du auch teilweise viel Hass auf dich gezogen hast, weil du
deine Familie beschützt hast, deine Mutter beschützt hast und deine Schwester beschützt hast. Erinnere mich nicht dran. Ich hasse mich mittlerweile selbst, dass ich so dumm war. Also hast du, na bloß um das mal für mich einzuordnen, du, das, was du jetzt alles erzählt hast, ist passiert, du hast sie aber in dem Moment quasi noch nicht gehasst, aber trotzdem beschützt, oder hast du sie gehasst und trotzdem? Ich habe meine Mutter und meine Schwester trotzdem beschützen wollen. Natürlich, es ist Familie. Mhm. Also. Naja, du merkst, mein Lieber, da sind so ein paar Feinheiten in dieser Lügengeschichte, die passen nicht so ganz zusammen, ne? Passt irgendwie nicht. Habe ich zumindest damals gedacht. Mhm. Okay. Nee, du wolltest dich wieder profilieren, Reinhold. Du hast gedacht, ich werde jetzt hier als der große, starke Krieger angesehen und verteidige hier quasi die Ehre oder was auch immer meiner Schwester. Aber sowieso scheißegal. Es hat niemanden interessiert, Reinhold, dass du da deine Adresse ins Internet geplärrt hast. Der ganze andere Quatsch, der kam mir erst sehr viel, viel später zu den Posterverkaufszeiten. Na, nur um das mal für mich jetzt einzuordnen. Ich sag ja, ich bin dumm gewesen. Naja, gewesen? Hätte ich damals auf alles geschissen, hätte ich damals gesagt, zahlt mich aus, ich verpiss mich. Und das hätte ich wirklich machen sollen. Ich hatte das sogar überlegt zu machen, aber ich hatte halt das Pflichtbewusstsein meinem Vater gegenüber, das Haus auf das Haus zu achten und so weiter. Ich wollte das Haus nicht verkaufen. Ich wollte auf das Haus achten, das ist mein Erbe gewesen, oder besser gesagt, nicht mein Erbe, sondern das war das Erbe von meinem Vater und das war meinem Vater halt wichtig. Und er wollte halt auch, dass ich das Haus bekomme. Also habe ich gesagt, okay, gut, dann erfülle ich ihm seinen letzten Willen. Und hast du gut gemacht, Rainer. Hast du richtig gut gemacht. Du hast es innen drin erhalten, wie Rudi es immer haben wollte. Hast erstmal überall die Poster aufgehängt, hast so ein paar Fassaden abgerissen, die Wände mit Lackfarbe beschmiert, Müll hingeschmissen, wo es nur ging. Du hast das Erbe deines Vaters richtig in Ehren gehalten. Muss man einfach mal so sagen, ne? Du bist doch selten dämlich. Das, was draußen an der einen Fassade da gewesen ist, dass es da ein bisschen bunter geworden ist durch Farbbomben und ähnliches, geschenkt, die paar Sachen. Das ist halt auch sehr viel später erst gekommen. Aber innen drin, Rainerle, allein wie die Küche ausgesehen hat teilweise, auch schon zu Anfangszeiten, du warst halt komplett mit allem überfordert. Wirklich. Das Schlimmste, was hier passieren konnte, ist, dass dir da eine Aufsichtsperson weggebrochen ist. Denn Rudi, der hätte das Ganze nie zugelassen. Bei dem wärst du wahrscheinlich immer noch irgendwo in der Schanze, hättest da gehaust unter harter Hand. Ja, hättest vielleicht irgendwo tatsächlich eine Lehre angefangen. Bauarbeiter oder was weiß ich. Denn Internet hätte es ja nicht gegeben. Und vielleicht wärst du irgendwann mal ausgezogen, aber so im Allgemeinen wäre dir das wahrscheinlich besser gewesen. Und es hat mir, ja, aber das hat sich mit dem Laufe der Zeit hat sich das so beschissen weiterentwickelt, ja, mit allem drum und dran, dass es mir am Ende wirklich gar nichts, mir hat es nicht einmal mehr leid getan. Und mittlerweile bereue ich auch, dass ich das Haus überhaupt wollte damals. Achso, weil hätte ich das Haus nicht gewollt, hätte ich einfach gesagt, okay, verpisst euch, ich habe die Schnauze voll, ich verziehe mich. Das sind immer die Sachen, die Reinerle im späteren Moment bereut. Er hat jahrelang mit diesem Haus und Hof geflext. Reinerle flext immer mit Dingen, die er gerade hat. Wovon er denkt, dass er die anderen das in irgendeiner Form, ja, weiß ich nicht, beeindruckt. Ja, er hat halt alles immer nur hingeschissen bekommen. Alles immer nur, also hat er nie irgendwas selber geleistet. Sein Vater hat da alles aufgebaut und dann später hat er sogar noch die Reste des Erbes von seinem Vater, also ich rede jetzt von dem Haus und Hof, versilbert und dann das Geld auch noch verpulvert. Da ist nichts mehr übrig von dem Erbe von seinem Vater. Alles weg, alles weg. Und der Name Winkler ist auf Generationen gebrandmarkt. Bin komplett weg, aber so bin ich nun mal nicht. Ich bin nun mal kein Mensch, der sowas macht, der alle einfach im Stich lässt. Das war ich nie. Und fühlst du dich da jetzt nach? Deswegen hast du ja auch die Oma einfach im Stich gelassen und bist nach Wacken gefahren, Rainer. Nein, irgendwie als Versager, weil du sagtest, du wolltest das Haus unbedingt haben. Versager nicht, nein. Okay. Als Versager nicht, ich fühle mich wie ein Vollidiot.
Weil ich so dumm war, an meine Familie zu glauben, weil ich so dumm war, zu glauben, dass für meine Familie das Wort Familie oder auch die Familie als solches genauso viel bedeutet wie für mich. Ich fühle mich wie ein richtiger Vollidiot, weil ich so dumm war, zu glauben, dass meine Ideale einfach die Ideale sind, die ich durch meine Familie gehabt habe. Dabei sind es einfach die Ideale, die ich einfach aufgrund meines Lebensstils oder meiner Lebenserfahrungen gemacht habe. Und für mich war Familie einfach alles. Ich wollte ja auch immer eigene Kinder und so. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie Reinerle einfach immer nur gefordert hat. Von Ramona oder von Rita. Er wollte ja da wahrscheinlich dann arbeiten gehen, Geld verdienen und die sollten halt zu Hause bleiben und den Haushalt machen. Denke ich mir. Ja? Damit Reinerle da in Ruhe sein Leben leben kann. Ich will nach wie vor auch eigene Kinder. Und ich will auch diese beschützen und will auf sie aufpassen. Aber letzten Endes, Alter, was zur Hölle ist denn das? Wie krank ist das denn, Alter? Rainer, konzentrier dich. Wartet mal kurz. Ich habe gerade auf WhatsApp geschaut, weil ich dachte, ich muss gerade nochmal jemanden schreiben. Aber Alter, wie krank ist das hier bitte? Achso. Pass mal auf, ich schicke euch mal. Ich schicke euch nicht, seid ihr in meinem Telegram? Ich weiß es nicht. Was ist denn los? Ich habe hier gerade gesehen, wie viele Hater-Nachrichten ich hier gerade habe. 5000. Ja, jetzt pass mal auf. Ich mache gerade Screenshots, warte mal. Belästigt mich bei WhatsApp, um genauer zu sein, ja. Telefonnummern. Aber wieso haben die überhaupt alle seine Nummer? Weil meine Nummer irgendwann mal geleakt wurde. Die hast du selber geleakt, Rainer. Das ist mir an sich auch eigentlich egal, aber das hier ist echt abartig gerade. Wie oft musstest du die schon wechseln? Ich hab 17 Nachrichten. 17? Ach so, ja, das. Ja, ich habe jetzt aber schon 10 geblockt oder so, also 27. Oh ja, okay. 17, das ist, wenn ich früh mein E-Mail-Postfach gucke, wäre das eine lahme Nacht. Das ist auch 17. Wenn ich in mein E-Mail-Fach schaue, habe ich ungefähr 10.000 Spam-Nachrichten und das nur innerhalb von einer Stunde. Also, okay. wenn du so mit anfangen willst, ne? Du musst bedenken, ich habe schon fast 10.000 Leute geblockt, ne? Okay, und das schon, weil ich dachte, du kommst jetzt hier mit, ach du Scheiße, wie viele Nachrichten. Ich dachte, okay, da hättest du vielleicht 200, 300 Nachrichten bekommen. Aber ey, wenn ich mal tagsüber penne und mache dann Nachmittag auf oder so, wie mein Rhythmus ist, da sitzen eigentlich noch harmlos. Ich wollte eine Sache, die wurmt mich noch, warum konnte denn deine Schwester nicht auf die Oma aufpassen? Also die war arbeitslos, die war zu Hause. Meine Schwester ist mit meiner Mutter abgehauen. Die haben Ach, die sind beide zusammen. Pass auf, ein paar Tage, nachdem mein Vater eine Woche nachdem mein Vater gestorben ist, ja, sind meine Mutter und meine Schwester nicht mehr nach Hause gekommen. Der Grund dafür war, dass die dann bei dem anderen Typen in dem Skirchen eingezogen sind. Die sind irgendwann nicht mehr nach Hause gekommen. Die haben sich nur noch ein paar Sachen geholt, nach und nach. Und meine Schwester hat sich ab und zu noch ein bisschen was geholt. Ab und zu kam dann der Sohn von ihm vorbei und hat den Hund gefüttert, wenn das nicht ich gemacht habe schon. Und das war's. Hast du nicht, Rainer? Das hat ja auch der Pflegedienst gemacht, so wie du es im Podcast erzählt hast. Das war die ganze Story danach. Kurze Zwischenfrage von einem Anfänger. Du hast gesagt, seid ihr in meinem Telegram? Wo ist denn dein Telegram? Ich habe eine Telegram-Gruppe. Die nennt sich dann wie? Warte, gleich. Ich muss das hier noch schnell fertig machen. Oh, wow, ich sehe gerade, du hast ja hier einige Nummern da. Holy shit. Das ist noch gar nichts. Das sind jetzt nur die Nummern, die ich vorhin bekommen habe. Das ist nur die Zeit kurz nach dem Stream gewesen. Jetzt pass mal auf. Ist das dieser Drachenlord-Telegram-Chat? Nee, das ist das Hater-Zeug. Das, was ich hier habe, ist HaterWatchDL heißt das Ganze. Das nicht, ich weiß aber nicht genau, ist das nicht... Darf man das Nummern veröffentlichen? Interessiert mich nicht. Interessiert mich echt nicht, ganz ehrlich. Ich meine... Also, im Moment kratzt mich das nicht.
Ich meine, jetzt bist du, glaube ich, noch auf Bewährung und nicht, dass dann irgendwie... Du! Wenn mich hier wirklich jemand alles abziehen. Außerdem ist doch Telegram bekannt, dass es ein rechtsfreier Raum ist. Nein. Das ist so nicht ganz richtig, Reinelde. Telegram ist nicht unbedingt ein rechtsfreier Raum. Es ist nur schwierig, an anonyme Daten zu kommen, weil die Administrator oder die Administratoren, die Macher, die Hersteller, die Leute, die Telegram zur Verfügung stellen, die weigern sich beharrlich in irgendeiner Form mit Behörden zusammenzuarbeiten. Wobei es ja jetzt auch letztens erst diese Umfrage auf Telegram gab. Wollt ihr, dass wir Daten an bestimmte Behörden weitergeben, wenn es um irgendwas geht? Ne? Wie zum Beispiel Kinder und so weiter und so weiter. Halt richtige Schwerverbrechen. Ja. Und soweit ich weiß, sitzen die halt nicht in Deutschland, die Leute. Von daher schwierig. Deswegen, Reinhard. Aber es ist kein rechtsfreier Raum, wie du so gut sagst. Wenn nämlich ein User, so wie du es bist, Reinhard, der nur in diesem Telegram-Chat schreiben kann, und du bist ja auch ganz klar zurückverfolgbar, dann, mein Lieber, ist das eine andere Sache. Denn du postest nachweislich Telefonnummern. Und das verstößt gegen die Datenschutzgrundverordnung. Und du bist auf Bewährung. Hm. Telegram. Ja, ich meine, wenn man so die zurückverfolgen kann, also es ist ja... Eben. Weiß ja, wer es gepostet hat, mäßig. Ja, man weiß, wer es gepostet hat. Und ich sag das auch. Und mir ist es auch egal. Und? Hm. Was willst du damit sagen? Ja, übrigens, kleiner Funfact. Reinhold hat das alles wieder gelöscht. Vor 20 Minuten oder so. Ja, nee. Ich dachte nur, ich weiß nicht... Ich hätte da ein bisschen Schiss, sag ich mal. Nicht, dass da irgendwie... Schiss habe ich vor gar nichts und vor niemanden. Hm. Das war auch nie anders. Wird auch nie anders sein. Wieso soll ich vor irgendjemanden Angst haben? Was kann mir schlimmstenfalls noch passieren? Ich meine Gefängnis. Also das ist ja schon noch... Na und? Dann habe ich wenigstens einen Platz zum Schlafen, ganz ehrlich. Okay. Mir soll bloß keiner mehr ans Bein pissen. Ich habe die Schnauze voll. Was ist das für eine scheiße Musik gerade? Das habe ich mich bei deinem Stream heute auch schon gefragt. Das ist Musik von Telegram gewesen. Mhm. Das macht es jetzt besser, ja. Ich bin mal ganz kurz stumm, muss mal kurz was arbeiten. Bist du gerade die Nummern am Posten, Screenshotten? Ja, ich mache ja Screenshots in erster Linie und ich will gerade die ganzen Privatnummern rauslöschen, weil da sieht man ja keine Nummer. Und damit ich die hier alle in Ruhe als Screenshot machen kann, dann fällt es mir ein bisschen einfacher, hier den ganzen Scheiß zu machen. Ja, und du Trottel hast es einfach nicht auf die Reihe bekommen. Du hast auch Leute geleakt, die dir tatsächlich anscheinend gut gesonnen waren und dir eine Unterkunft angeboten haben. Die hast du mitgeleakt, also deine Drachis. Und die tollen Elite-TikToker Jason und Katal, auf die ich mal so überhaupt keinen Bock habe. Und ich mich eigentlich schon gefreut hatte, dass die nie wieder irgendwas in diesem Drachengame machen würden. Aber nein... Es muss ja alles wiederkommen. Es muss sich ja alles wiederholen. Boah, ich hoffe einfach, das wird ein ganz, ganz kurzes Ding. Mann, ich verstehe auch nicht, wie man in irgendeiner Form sich mit Reinerle im Hintergrund dann auch noch beschäftigen kann, nachdem man sich ja schon die Finger verbrannt hat. Wie doof kann man eigentlich sein? Okay. Das ist so abartig, ey.
Du bist abartig. Ist keine so gute Idee, Reinerle, was du da gerade machst. Und das fliegt dir vielleicht auch bald auf die Füße. Hoffe ich zumindest. Räumt ihr nicht immer das Gleiche, oder? Das sind jetzt alles Anrufe, die ich gerade, also das, was ich jetzt gepostet habe zuletzt, das waren ja die WhatsApp-Nachrichten. Das, was ich jetzt gerade mache, das sind die normalen Anrufe. Okay. Also ich gehe jetzt die Anrufliste quasi durch, dann lösche ich die unter den verschiedenen Nummern, lösche ich jetzt die raus quasi, die quasi privat sind. Da sieht man ja keine Nummer, also macht es ja keinen Sinn, es nimmt nur Platz weg, muss ich zu viele Screenshots machen sonst. Und gehe dann quasi alternativ her und du quasi alles als Screenshots schön untereinander haben und posten. Ja, super Idee, Reinhold. Ich habe auch gesehen, dass einige Leute eine Online-Anzeige geschaltet haben. Doppelt sein, das kann ich jetzt schlecht verhindern. Ja. Oder halt Leute, die nicht so abartig. Das sind übrigens nur die Sachen von Anfang an. Und sag mir immer Anfängerfrage. Stell einfach deine Frage. Ja, ne, weil sonst kommen immer Missverständnisse auf. Das ist wie damals. Frage ist eine Frage. Also stell. Ach so, ja. Klar. Also bei mir in der Anrufliste stehen aber keine Textnachrichten unten drunter. Also wenn mich jemand anruft, steht da nicht Mikropenis. Also was du da hast, sind WhatsApp-Nachrichten wahrscheinlich. Ne, ja, das ist jetzt von 1:25 Uhr. Und da steht hier Sprachanruf. Das ist das, was du jetzt gerade. Ja, das ist eine WhatsApp-Nachricht. Das sind WhatsApp-Nachrichten. Nochmal. Und was hat die 200 dann dahinter zu bedeuten? Also, wenn ich mal gerade das Mikropenis mir angucke, da ist eine 200 dahinter. Dann ist keine Ahnung, was du siehst. Keine Ahnung. Ja, das, was du jetzt gerade da hochgestellt hast, da stehen da über irgendwelche. Das sind WhatsApp-Nachrichten, was ich da hochgestellt habe. Das sind Screenshots vom Verlauf von den WhatsApp-Nachrichten. Okay. Sind das. Ach, die Anrufe machst du jetzt quasi gerade erst noch, die du jetzt hochstellen wolltest. Die Telefonanrufe kommen jetzt gerade. Da bin ich jetzt gerade dabei, die Screenshots zu machen. Genau. Aber das sind sehr viele, die ich machen muss. Und ich lösche, wie gesagt, gerade die privat dazwischen raus. Da hast du ja, du hast drei Nummern, dann hast du eine Privatnummer, dann hast du zwei Nummern, dann hast du drei Privatnummern, dann hast du zwei Nummern, dann hast du eine Privatnummer. Und wenn ich Screenshots machen will, dann will ich ja, dass ich das möglichst wenig Screenshots machen muss. Deswegen lösche ich die privaten raus, weil die brauche ich ja nicht. Privat, da steht nur private Nummer, steht ja keine Nummer dabei. Und das war's. Hier, meine Lieben, endet der Discord League. Einfach so. Na gut. Haben wir es geschafft. Haben wir diesen Discord League auch hinter uns. Oh, bitte gib mir doch morgen einfach mal ein bisschen frei, Demon. Ja, naja, komm. Also momentan bin ich eigentlich tatsächlich sehr zufrieden mit den Discord-Leaks. So im Großen und Ganzen ist es relativ amüsant, was Reinerle, ich will jetzt mal sagen, hinter den Kulissen so treibt. Und das alles gerade so zu verfolgen. Weil leider habe ich für die Streams, die Reinerle abhält, in der Regel nicht so viel Zeit. Das ist einfach nicht möglich, das auch noch irgendwo reinzuquetschen. Aber es kommen auch mal wieder bessere Zeiten, in denen Reinerle wenig Zeit hat und ich mehr Zeit habe. Oder was heißt Reinerle wenig Zeit, aber dass Reinerle nicht so viel macht, sagen wir es mal lieber so. Reinerle macht weniger und ich habe mehr Zeit. Das wäre schön. Naja, gut ihr Lieben, dann. Ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns dann im nächsten Video. Vielleicht dann am nächsten Tag. Nächster Discord-League kommt bestimmt. Da gehe ich stark von aus. Erstmal, ihr Lieben. Medal of.